So, liebe Gäste, liebe Freunde, es ist soweit. Viel Vorbereitung und das Zutun vieler Menschen war nötig, das heute hier auf die Beine zu stellen. Und es geht nicht alleine, es geht nur im Team und mit Freunden. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meiner Frau, die das immer aushält, bei meinen Assistenten, bei der Tina Kummer, beim Wolfgang Süß, der dafür zuständig ist, dass die meisten Eintrittskarten fristgerecht rausgehen. Und ich will gar nicht viele Worte verlieren. Wir sind heute hier, um Aufklärung zu betreiben. Nicht in dem Sinn, wie es momentan mit dieser Frühsexualität gemeint ist. Nein, im Gegenteil. Sondern wir glauben, dass in den letzten Jahren sehr viel anders gelaufen ist, als wir es uns vorgestellt oder gewünscht hätten. Und ich habe ganz, ganz viel Glück, ich weiß nicht warum, diese Menschen, die heute hier auf die Bühne kommen, an einem Abend zusammenzubekommen, damit ihr die Möglichkeit habt, aus den Mündern dieser Menschen zu hören, was vielleicht viele Menschen daran gehindert hat, zu denken, selber zu denken oder das zu machen, was sie eigentlich wollten. Sie wollten vielleicht gar nicht das, was man ihnen aufgezwungen hat. Und jetzt ist es so, dass wir uns alle darüber auch unterhalten können. Der Ablauf wird folgendermaßen sein. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an den Florian Machl von Report 24. Und der wird dann die einzelnen Spezialisten, Experten, die einzelnen Menschen auf die Bühne holen. Und wir alle dürfen dann hören, was sie uns zu sagen haben. Ich wünsche uns allen einen spannenden, interessanten und vor allen Dingen schönen Abend. Danke, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen in der Messehalle Freistadt. Es freut mich, dass wirklich unendlich viele Menschen hier ja gefunden haben, durch Wind und Schnee. Ich habe natürlich vor meiner eigenen Abreise noch auf der Homepage nachgesehen vom ORF, beziehungsweise auf Twitter bei einem gewissen Herrn Markus Watzak. Ja, ich sehe noch nicht ganz sicher, aber es wird der heißeste November seit 125.000 Jahren. Und ich habe noch eine Headline gesehen beim ORF. Eigentlich sollten wir ja nicht zu viel ORF schauen oder konsumieren, aber hin und wieder überkommt es mich. Und da stand heute, es sind nur die wichtigsten Nachrichten dort, also so, dass sie da Leute treffen bei uns, das ist nicht so wichtig. In 7 von 10 Burgern wurden Darmbakterien gefunden. Heute große Headline. Ich könnte mir vorstellen, das wäre eine spannende Headline. Es hat im März ein amerikanischer Professor ein Papier geschrieben, der hat Covid-Impfstoffe in eine Petrischale gegeben, der wollte schauen, was da drinnen ist. Und das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und tatsächlich waren in 10 von 10 Impfstoffen Darmbakterien drinnen. Könnte man als ORF berichten, muss man aber nicht. Mein Name ist Florian Machl. Sie kennen mich vielleicht als Chefredakteur des Online-Mediums Report 24. Und ja, ich bin völlig überwältigt von Ihren Zahlen und von der Stimmung da in der Halle. Also ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und sie haben gesagt, hier ist eine Energie, die man sonst nicht so leicht zusammenbringt. Vielen Dank dafür. In den letzten Jahren haben sehr viele unterschiedliche Menschen zusammengefunden, so wie heute, und haben damit begonnen, das offizielle Narrativ kritisch zu hinterfragen. Und diese Menschen gab es schon vorher, aber die Corona-Zeit hat viele von ihnen sichtbar gemacht.
Die Anfänge davon kann man eben schon viel früher sehen. Es gab Menschen, die zum Beispiel der EU kritisch gegenüberstanden. Und die Versprechen, die wir damals gehört haben beim EU-Beitritt, die waren ja sehr vollmundig, eingetroffen sind keine davon. Es gab damals schon Kritiker. Es gibt Menschen, die haben schon lange bemerkt, dass uns der Mainstream alle paar Jahre oder Jahrzehnte eine neue Theorie zum Weltuntergang vorlegt. Und die meisten von Ihnen, wie ich glaube, wollen bei diesen Ängsten nicht mitmachen. Sei es jetzt das garantierte Versiegen des Erdöls, also das habe ich so oft gehört in meinem Leben, schon in 10 Jahren gibt es kein Benzin mehr. Sei es das Versiegen der Rohstoffe, sei es das Ozonloch oder sei es das Waldsterben. Oder sei es die bis heute moderne Klimakrise, über die wir heute einiges hören werden. Und es gab auch schon früh Menschen, die die Frage gestellt haben, ob die Massenmigration, die außerhalb nationaler und internationaler Gesetze stattgefunden hat, auf Dauer funktionieren kann. All das und noch viel mehr wurde vom Medienmainstream stets als unerwünscht gebrandmarkt. Wer nicht der öffentlichen Meinung folgt, der gilt als verwirrt, der gilt vielleicht sogar als böse und möglicherweise vielleicht sogar ein wenig rechtsradikal. Und speziell mit diesem Spielchen, die Menschen in links und rechts aufzuteilen und gegeneinander zu hetzen, war der Mainstream wirklich sehr erfolgreich, bis zur Corona-Zeit, wo plötzlich all diese Menschen, die doch angeblich so unterschiedlich und so zerstritten wären, friedlich nebeneinander auf die Straße gegangen sind. Und dort wurde das wahre Gesicht des Widerstands sichtbar. Und wir alle haben herausgefunden, dass wir mit unseren Zweifeln an all diesen Dingen, die ich erwähnt habe und noch viel mehr, dass wir nicht alleine sind. Wir schämen uns nicht dafür, Fragen zu stellen und wir schämen uns nicht zu sagen, nein, wir machen nicht bei allem mit, was von oben angeordnet wird. Wir wollen heute für viele dieser Fragen Antworten finden und wir haben mutige Experten zu uns gebeten, die sich den Mund nicht verbieten lassen und die damit aber auch ein sehr großes persönliches Risiko eingehen. Und ich bitte Sie jetzt noch einmal einen kurzen Applaus für diese Halle, für die Möglichkeit, dass wir hier sind, weil wir haben in den letzten Jahren sehr oft erlebt, dass nur 1 oder 2 Stunden vor der Veranstaltung abgesagt wurde, weil so viele Leute angerufen haben und sich quergelegt haben. Und ich glaube, das ist einen Applaus wert, dass hier der Mut gefunden wurde. Ja, ich habe heute die große Ehre, Sie durch den sensationellsten Abend des österreichischen Widerstands zu führen. Wir haben 5 Wissenschaftler, 5 große Namen aus ihren jeweiligen Spezialgebieten zu uns gebeten. Wir möchten von diesen Spezialisten, Sie werden mir wahrscheinlich zustimmen, das Wort Experten hören wir heutzutage nicht mehr so gern. Wir wollen uns heute nicht nur berieseln lassen, wir wollen heute Dinge erfahren, die für uns auch neu sind, die wir mit nach Hause nehmen, die wir weitererzählen können. Und wir wollen wissen, was wir von der Zukunft zu erwarten haben. Deshalb lautet der Titel dieses Abends Quo Vadis. Wohin geht die Reise? Und was davon können wir als Einzelne überhaupt beeinflussen? Dazu haben wir all diese Menschen eingeladen, die sich in ihrem einzigartigen Wissen perfekt ergänzen werden. Fachübergreifendes Denken ist eine hohe Kunst und eine Kunst, welche die Menschheit schon sehr oft weitergebracht hat. Wir wollen diese großen Geister hier vernetzen auf der Bühne und sind gespannt auf ihre Lösungsvorschläge. Aber eines soll heute Abend auch nicht zu kurz kommen. Auch Sie sollen sich vernetzen und haben wahrscheinlich die Gelegenheit dazu. Kurzer Vorausblick, wie das heute ablaufen wird. Wir werden jetzt alle begrüßen, wir werden in die Diskussion gehen und dann wird es eine halbe Stunde Pause geben. Und natürlich auch am Ende unserer Veranstaltung wird die Bar noch geöffnet sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, lernen Sie Menschen kennen, denn wir alle sehen heute wie damals in der Corona-Zeit, wir sind nicht alleine. Wir sind genug viele,
um eine Änderung einzufordern. Und ich darf auch schon unseren ersten Gast, unseren ersten Redner zu mir auf die Bühne bitten. Und zwar ist das Herr Diplom-Ingenieur Dr. Martin Steiner. Hallo, Florian. Herr Steiner ist Spezialist, du bist eigentlich der Experte. Fachmann vielleicht. Für Energietechnik, Energieautarkie und Tiefengeothermie. Außerdem hat er mir einen kleinen Leger hier aufgeschrieben, weil die Wörter sind nicht alle so einfach, die du studiert hast, lieber Martin. Du bist Spezialist für Belange der Heizung und Kühlung und durch all diese echten technischen Fachgebiete bist du prädestiniert, dass du dir das Thema Klima ansiehst. Das hast du getan und du stehst für eine unvoreingenommene, wissenschaftlich orientierte Klimaforschung. Meine erste Frage ist, Herr Dr. Steiner, steigen wir gleich einmal direkt ins Thema ein? Die ganze Welt scheint sich in einer Hysterie bezüglich CO2 hineingesteigert zu haben. Ist diese Angst gerechtfertigt? Ist es wirklich CO2, das unseren Planeten sprichwörtlich zum Kochen bringt? Zum Kochen verdammt, wie der UN-Generalsekretär behauptet? Boiling Earth. Wenn wir diese Emissionen nicht verringern, was ist da dran? Ja, die Klimakatastrophe findet statt auf zwei Plätzen, in den Mainstream-Medien und in der Politik. Aber in der realen Welt, findet die CO2-bedingte Klimakatastrophe nicht statt. CO2 ist ein infrarotaktives Gas, ist also in der Lage, in einem gewissen Frequenzbereich Infrarotstrahlung zu absorbieren und wieder zu reemittieren. Und doch dieser Frequenzbereich, in dem Infrarotstrahlung absorbiert werden kann von CO2, dieser Bereich ist weitestgehend gesättigt. Er ist nicht ganz gesättigt, aber er ist zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz gesättigt. Was bedeutet das? Wir haben jetzt rund 400 ppm, also 0,04% CO2 in unserer Erdatmosphäre. Und wenn dieser Prozentsatz etwas gesteigert wird, vielleicht von 400 auf 420, auf 440, auf 450 ppm CO2, dann hat diese Steigerung des CO2s nur mehr einen sehr, sehr kleinen Anteil auf eine allfällige globale Temperaturerhöhung. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das sage nicht nur ich, dafür gibt es ein Paper vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Also die deutschen Bundespolitiker haben, wenn sie es lesen würden und verstehen könnten, darf ich es nicht sagen, haben diese Fakten am Schreibtisch liegen. Also, und Angst ist grundsätzlich kein guter Ratgeber und es ist katastrophal, dass in diesem Zusammenhang hier Angst gemacht wird, aber irgendwie kommt man das mit dem Angstmachen bekannt vor. Möglicherweise nicht nur mir. Wir hören ja eigentlich ständig, die Wissenschaft ist sich einig, weil Wissenschaft ja offensichtlich über Mehrheit und nicht über Wahrheit geht heutzutage. Sie sind aktuell Mitglied und auch Sprecher des UWB, des Unabhängigen Wissenschaftlichen Beirats. Ja. Was ist hier der Tätigkeitsbereich? Und im Grunde genommen bedeutet das ja vielleicht auch, dass es doch einen Wissenschaftsbetrieb gibt, in dem Sie nicht ganz alleine dastehen. Ja, den gibt es. Aber vielleicht nur ganz kurz zurück. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Wissenschaft darf sich nicht einig sein. Ich sage das, was ich jetzt sage, sage ich ein bisschen überspitzt. Wenn sich Wissenschaft einig ist, dann haben wir hier Propaganda und keine Wissenschaft. Wissenschaft lebt vom Dissens und vom Diskurs. Ich kann,
Und, Entschuldige. Ja, Entschuldigung. Aber um nochmal zur Frage zurückzukommen zum UBB. Ja, vor 4, 3 Jahren haben sich einige Wissenschaftler getroffen, Fachleute getroffen und Ingenieure getroffen. Und wir haben uns ausgetauscht und haben so diesen UWB, den Unabhängigen Wissenschaftlichen Beirat, konstituiert. Denn die, jetzt hätte ich fast gesagt Schulwissenschaft, ist natürlich auf dem finanziellen Gängelband. Und das ist eh offensichtlich und klar. Zum UWB noch einmal. Wir machen jetzt gerade zwei Dinge, zwei Schwerpunktthemen. Das eine Thema ist, wir beschäftigen uns nicht mit Computersimulationen und nicht mit Computermodellrechnungen, sondern wir gehen raus in die Natur, in die reale Welt und messen dort die tatsächliche Wirkung der klimaaktiven Gase, des CO2s und der anderen Treibhausgase auf unserem Planeten. Und das ist unser Zugang. Und der zweite Zugang, das zweite Aktivitätsfeld, das wir machen, wir überprüfen bestehende Klimakatastrophenexperimente. Wir halten das für ganz fürchterlich, weil diese bestehenden Klimakatastrophenexperimente agieren mit sogenannten Taschenspielertricks und zeigen nicht die reale physikalische Realität dahinter. Und es ist für uns ganz, ganz wichtig, das aufzudecken, denn Universitäten, Schulen zeigen den Kindern, zeigen den Jugendlichen diese nicht korrekt ausgeführten und nicht korrekt interpretierten sogenannten Klimakatastrophenexperimenten. Das ist unser zweiter Tätigkeitsbereich. Ich kann mir vorstellen, es ist schon hin und wieder stressig, sich gegen diesen etablierten Wissenschaftsbetrieb zu stellen. Meine letzte private Frage, bevor ich Sie entlassen darf auf den Sessel hier. In all diesem Wahnsinn, was machen Sie eigentlich privat zum Ausgleich? Ja, privat verehre ich natürlich ständig und grenzenlos meine wunderbare Partnerin. Ich bin Papa, Vater eines 17-jährigen Sohnes, der hier irgendwo gerade eine der 5 Kameras führt. Und ansonsten liebe ich Wintersport. Ich gehe auch sehr, sehr gerne Eisschwimmen. Und solange die Klimaerhitzung nicht kommt, und sie wird nicht kommen, sehr viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende nicht, werde ich noch viel Freude damit haben. Und ich bin auch Yoga-Lehrer, das ist auch ein guter Ausgleich für mich. Dankeschön. Dann vielen Dank. Darf ich bitten, Platz Dankeschön. Zu nehmen und beim Eisbaden aufpassen, dass es nicht zu kochen anfängt. Also ja, um Gottes Willen. Boiling Earth. Wir empfangen als nächsten Gast zur Themenstellung Propaganda den Herrn Dr. Jonas Tögel. Bitte zu mir auf die Bühne. Herr Dr. Tögel ist Amerikanist und Propagandaforscher und Bestsellerautor. Er gründet auf wissenschaftliche Weise die Methodik und die Inhalte der Propaganda, der wir tagtäglich aus verschiedenen Kanälen ausgesetzt sind. Besonderes Augenmerk legt er auf sogenannte Softpower-Techniken und Nudging. Herr Dr. Tögel, viele von uns sagen, die Politik oder die Systemmedien verbreiten nur noch Propaganda. Um über Propaganda sprechen zu können, müssen wir uns auf eine Definition einigen. Was ist Propaganda aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler? Also es gibt im Moment eine ganz große Begriffsverwirrung, weil wir so viele Begriffe haben. Public Relations, Propaganda, politische Kommunikation, strategische Kommunikation, kognitive Kriegsführung, und dann kennt man sich gar nicht mehr aus. Und ich sage, diese Begriffe, die haben allen einen gemeinsamen Nenner. Das ist Soft Power. Und die kann ich am besten erklären in Abgrenzung zu Hard Power. Angenommen, ich möchte von Ihnen 20 Euro. Wenn ich Hard Power anwende,
zücke ich meine Waffe, halte sie ihn an die Schläfe und sage, her mit dem Geld. Und jetzt geben sie mir höchstwahrscheinlich die 20 Euro, aber wenn ich sie jetzt frage, wie geht es ihnen dabei, dann werden sie sagen, ich bin wütend oder sie sagen, ich habe Angst. Wenn sie sagen, ich habe Angst, gehen sie nach Hause, denken nochmal drüber nach, was hat der gerade gemacht, und dann werden sie wütend. Sprich, sie haben Widerstand gegen Hard Power. Wir haben ein psychisches Immunsystem, das merkt, wenn wir Zwang erfahren, und das springt dann an und wir möchten das nicht. Und übrigens, wenn mich die Zuseherinnen und Zuseher jetzt sehen, wie ich ihnen die Pistole an die Schläfe halte, die mögen mich ja auch nicht mehr. Das heißt, es geht mit Spiegelneuronen, wir nehmen das auf, und Hard Power hat eben diese Kosten. Bei Soft Power ist es anders. Ich möchte wieder 20 Euro von Ihnen, gleiche Ausgangssituation. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Bild von einem Kind. Und dieses Kind hungert und es weint. Und ich sage, schauen Sie sich dieses Kind an. Wenn Sie mir 20 Euro geben, dann kann sich das eine Woche lang Essen kaufen. Höchstwahrscheinlich werden Sie jetzt auch sagen, was, wieso nur eine Woche? Kann ich dem nicht einen Monat, und hat das noch Freunde? Und Sie geben mir das Geld. Und wenn ich Sie jetzt frage, wie geht es Ihnen dabei, werden Sie sagen, ich fühle mich gut, ich mache das gerne, sie geben freiwillig sogar noch mehr. Und was ist passiert? Ich bin unterhalb von ihrer psychologischen Wahrnehmungsschwelle für Zwang, für Beeinflussung unterwegs gewesen und habe sie auf eine Art und Weise beeinflusst, die sie nicht mitbekommen, wo sie keinen Widerstand dagegen haben. Und das ist der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Begriffen. Also Propaganda ist im Prinzip der sukzessive, gezielte Einsatz von Softpower-Techniken. Und heute stehen wir halt da, dass wir psychologische Forschung natürlich brauchen, um diese Softpower-Techniken einsetzen zu können. Wir brauchen das Wissen um die menschliche Psyche, und die ist sehr, sehr gut erforscht. Also heute, wenn wir Yuval Noah Harari uns ansehen, er sagt, die große Geschichte dieser Zeit ist, dass wir den Menschen hacken können. Jetzt können Sie sich alle mal fragen, wie viel haben Sie schon mitbekommen von der großen Geschichte unserer Zeit, weil wir einfach als Basis die Psychologie haben. Und dann haben wir sehr, sehr viele Daten über den Menschen. Wir haben KI, die wir da drüber laufen lassen können. Und so wird eigentlich jeder Mensch gläsern ein Stück weit und dadurch auch umso besser manipulierbar. Ich habe schon mitbekommen, wenn die GIS bei uns an die Tür klopft und die nicht ganz unbeträchtliche Menge von Zwangsgebühren für den ORF einhebt, dann ist das eher Hardpower. Das heißt, Ihr Wissen wäre dort vielleicht gut aufgehoben, dass wir uns so richtig gut fühlen, dass wir das zahlen dürfen. Also da funktioniert die Propaganda vielleicht noch nicht, aber meine nächste Frage an Sie ist, können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie Propaganda im Hier und Jetzt funktioniert? Vielleicht als Antwort darauf, um das kurz einzuordnen, es ist tatsächlich so, dass natürlich, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, gibt es immer mal wieder Anfragen, so, ja, Herr Dr. Tögel, könnten Sie uns nicht bei einer Propagandakampagne helfen? Klammer auf, es ist wirklich nur für einen ganz guten Zweck, und auch wenn dann große Unternehmen oder auch Einzelpersonen kommen, ich lehne das immer ab, weil ich einfach dafür stehe, dass ich sage, wir brauchen mehr Aufklärung und nicht mehr Einsatz von Softpower, und ich würde das nie machen. Also ich setze mich sehr dafür ein, dass wir darüber aufklären. Und worüber müssen wir aufklären? Was ist Propaganda heute? Da müssen Sie verstehen, dass eine ganz große Geschichte, die momentan in der Forschung läuft, auch in der Politik, das ist diese Geschichte vom guten Hirten. Die ist schon ziemlich alt, und die Geschichte geht in etwa so, dass man sagt, wir wissen ja jetzt aus der psychologischen Forschung, die Menschen sind nicht immer rational. Und das heißt, eigentlich muss es eine kleine Gruppe von Menschen geben, eine Elite, wenn man so möchte, die wie der gute Hirte die Mehrheit der Bevölkerung, Klammer auf, die ein bisschen dumm sind, Klammer zu, in die richtige Richtung lenkt. Und wie machen sie das? Mit Soft-Power-Techniken. Einer der ersten, der diese Geschichte erzählt hat, war Edward Bernays, der Neffe von Sigmund Freud. Der hat gesagt, die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Einstellungen und Verhaltensweisen der Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Das heißt, er hat eigentlich diesen Einsatz von Soft-Power und Demokratien, der meiner Meinung nach nicht zusammenpasst, hat er zusammengebracht und gesagt, es funktioniert wunderbar. Und was wir heute erleben, ist so eine Neuauflage von dieser Geschichte vom guten Hirten. Wir haben 2008 das Buch Nudge von Thaler und Sunstein, das sind zwei amerikanische Professoren, die ja genau das Gleiche nochmal erzählen. Die sagen, man muss die Menschen, die nicht immer rational entscheiden, als kleine Elite in die richtige Richtung lenken. Wir wissen, was gut ist, wir geben die Richtung vor, und wir tun das auf eine Art und Weise, die die Menschen gar nicht mitbekommen. Und Daniel Kahnemann, der einen Nobelpreis gewonnen hat 2002 als Psychologe in Wirtschaftswissenschaften, der hat gesagt, dieses Nudging, das hat die Welt verändert.
Und auch hier können Sie sich wieder fragen, wie viel haben Sie selbst mitbekommen von einer Geschichte, die die Welt verändert hat? Inzwischen haben wir über 400 Nudge-Einheiten, also Teams von Verhaltensspezialisten weltweit. Wir haben dieses Nudging zum Beispiel im Bereich Gesundheit. Das konnten Sie die letzten 3 Jahre sehr intensiv erleben. Da ist massiv einfach diese psychologischen Steuerungstechniken sind eingesetzt worden. Zum Beispiel die Bratwurst, dass wir uns impfen lassen, oder 2- und 3G-Regeln. Ja, wir wissen, also seit Mai 2023 hat die WHO beschlossen, dass Softpower, in dem Fall unter diesem Begriff Verhaltensökonomie, flächendeckend in der ganzen Welt im Gesundheitssystem eingesetzt wird. Es gibt zum Beispiel das Mercury Project von der Rockefeller und der Gates Stiftung. Also ganz, ganz viele Bereiche, wo diese Rahmenerzählung im Moment greift. Wir haben Politik, wir haben Unternehmer, die setzen es massiv ein. Und eine andere neue Entwicklung ist diese Verknüpfung von Gesundheit und Klima, also man sagt planetare Gesundheit, also in Deutschland auch Beginn 2023 ein Institut gegründet worden, die diese Verknüpfung voranbringen, wo man sagt, ein gesundes Leben ist ein klimagesundes Leben und darum müssen wir CO2 sparen etc. Und auch da geht es wieder darum, wie bringe ich die Menschen mit psychologischen Techniken dazu. Also wir sehen, ganz großes Thema an sehr, sehr vielen Bereichen der Gesellschaft und umso wichtiger ist wirklich die Aufklärung. Wir haben uns ja ausgemacht, wir werden heute nicht über Nudging im Bereich der Unternehmen sprechen. Kurzes Statement von mir dazu. Man kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen, man kann nicht einkaufen gehen, ohne politisch beeinflusst zu werden oder von globalistischen Ideen. Ich glaube, es gibt kein Großunternehmen mehr, wo nicht der Regenbogen irgendwo zu sehen ist. Und auch jegliche Werbung ist immer irgendwie gefärbt. Ich würde dann nachher darauf hoffen, dass Sie uns vielleicht auch sagen, ob es auch zu viel des Guten geben kann in der Richtung. Aber meine letzte Frage, weil es mich sehr interessiert, das machen ja sehr wenige Wissenschaftler. Wie sind Sie darauf gekommen, gerade Propaganda als Fachgebiet zu wählen? Das hat bei mir total harmlos angefangen. Ich fand Motivationsforschung immer super spannend. Also dieses Wissen um die Psyche, was treibt uns eigentlich an? Was sind die großen Kräfte, die uns die Richtung verleihen für unser Tun, die momentane Stärke und ein bisschen so wie das Lenkrad, das Gaspedal und der Motor vor einem Auto, kann man sich als Bild vorstellen. Und ich weiß noch, ich habe dann meine Zulassungsarbeit zum Staatsexamen an der Universität geschrieben, dass ich dachte, schon abgefahren, was man alles weiß über den Menschen, haben wir ein Glück, dass man dieses Wissen nie nutzen würde, um die Menschen zu steuern. Sprich, ich hatte keine Ahnung. Und je mehr ich dann rausgefunden habe, doch, dieses Wissen wird genutzt, es wird missbraucht in meinen Augen, um die Menschen zu lenken. So bin ich eigentlich zu der Softpower gekommen, habe dann meine Doktorarbeit zu Softpower und Motivation geschrieben und bin jetzt da in diesem Bereich einfach wissenschaftlich tätig. So bin ich auch zur Propagandaforschung gekommen. Vielen Dank. Danke. Dann bitte Platz zu nehmen. Als unseren nächsten Gast darf ich zu uns auf die Bühne bitten, den Fachmann für die Wirtschaft, Dr. Markus Krall. Ja, freut uns sehr, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um zu uns zu kommen. Herr Dr. Krall ist Diplom-Volkswirt und Fachmann für Fragen der Wirtschaft und des Finanzmarktes. Ich nehme an, die meisten von Ihnen werden ihn bereits kennen. Er ist mehrfacher Bestseller-Autor, gern gesehener Referent und Talkgast und auch ein sehr scharfer Kritiker der Europäischen Zentralbank EZB. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, eine Frage vorweg. Sie sind eigentlich ein sehr scharfer Kritiker des politischen Systems als Ganzes und haben auch sehr interessante Thesen zu einer Abänderung des Wahlrechts aufgestellt. Was ist jetzt dran an den vielen Berichten und Gerüchten, dass Sie in Deutschland mit einer eigenen Partei ins politische Geschehen eingreifen wollen? Naja gut, ein Gerücht ist es ja nicht. Ich habe es ja selbst in die Welt gesetzt. Ja. Insofern stimmt das, ja.
Ich bin allerdings nicht alleine bei diesem Unterfangen, sondern es ist ein größeres Team von Menschen mit zum Teil größeren Bekanntheitsgrad als ich, aber ich war jetzt nun mal der Erste, der sich geoutet hat. Ja, so mein Coming-out als Politiker, wenn man so will. Ja, ganz furchtbare Sache das, angesichts der Tatsache, wie sehr ich die politische Klasse kritisiere, was ja nun wirklich auch nicht schwer ist, weil die liefern ja auch Breitseiten. Das ist also sozusagen offene Flanke. Ja. Und ja, das stimmt. Allerdings muss ich mich noch sehr stark zurückhalten, weil vieles ist noch in Bewegung und wir werden wahrscheinlich erst im Januar dann mit einer großen Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen. Aber da dürfen Sie auf Überraschungen gespannt sein. Sie haben vor kurzem ein Zitat gepostet. Sie sind ja sehr aktiv auf sozialen Medien. Es zahlt sich auch aus, dass man Ihnen folgt. Je näher ein Imperium seinem Untergang kommt, desto verrückter werden seine Gesetze. Und ich glaube, das bemerken wir zurzeit ein wenig. Ja, aber natürlich an der Stelle Ehre, wem Ehre gebührt, ist nicht von mir, ist von Cicero, der immer in den Vornamen mit mir teilt, Markus, und dann den Mittelnamen nicht mehr Tullius Cicero, der einer der größten Redner des der Römischen Republik war, nicht des Imperiums. Aber der war ein sehr weiser Mann und hat die Mechanismen schon sehr gut vorausgesehen. Und wenn Sie nach Deutschland schauen, insbesondere nach Deutschland, weil die machen es da wie immer besonders gründlich. Also ist, die Deutschen haben die einige gute Eigenschaften, sind gute Tüftler und sind auch gute Unternehmer und so. Es gibt bestimmt ein paar gute Eigenschaften, aber es gibt auch ein paar schlechte. Ja? Und zu den schlechten Eigenschaften gehört die Dinge, die schlecht laufen, die sich irgendwelche Verrücktheiten, die man sich irgendwo auf dem Planeten einfallen lässt, wirklich mit einer Inbrunst und einer Gründlichkeit nachzumachen und nachzubeten, das schon spektakulär ist. Und so ist es auch bei den Gesetzen. Ja? Jetzt haben wir also, ich dachte immer, das Heizungsgesetz wäre der Höhepunkt des Wahnsinns aus Berlin kommt. Aber jetzt gibt es ein neues Gesetz, nach dem wir gezwungen werden sollen, ja, im Angesicht der Wahrheit zu lügen. Ja? Also wir sollen jetzt einen Mann, der sich als Frau empfindet, als Frau auch ansprechen müssen. Und wenn man das nicht tut, dann wird man mit 10.000 Euro Geldstrafe belegt. Ja? Also das ist, wie soll ich sagen, ein Tiefpunkt der Gesetzgebung. Ich habe natürlich, renitent wie ich bin, in Deutschland schon angekündigt, dass ich mich über dieses Gesetz hinwegsetzen werde. Ja? Und dann wird die Sache ausgefochten bis vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, denn das ist eine Attacke auf meine Menschenrechte, wenn ich dazu gezwungen werden soll, zu lügen. Ja? Ist gar keine Frage. Ja? Und insofern, dieses Gesetz war auch der Anlass für dieses Cicero-Zitat. Und wir sehen ja, also die römische Dekadenz, die kann also nicht mithalten mit der deutschen. Das ist, ja. Wir sind uns einig über die Verrücktheit der Gesetze, noch nicht ganz einig über den Untergang des Imperiums. Ich folge Ihnen schon sehr lange und Sie haben schon viele Jahre gepredigt. Nächstes Jahr ist es soweit, die Wirtschaft wird wahrscheinlich kollabieren, zusammenbrechen. Darum meine Frage, wann kommt endlich dieser große Finanzcrash und wie lange hält der US-Dollar noch durch? Ja, to be fair, ich habe nicht fürs nächste Jahr angekündigt, ich habe 2016 gesagt, Anfang der 20er Jahre. Aber sei es drum, auf die paar Quartale kommt es jetzt nicht mehr an, ja? Weil ich habe Verbündete in Berlin, die hart daran arbeiten, dass meine Prognosen eintreten. Ja? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Verschwörungsgeschichte ist, dass ich den Scholz und den Habeck und die Baerbock da als Maulwürfe reingeschoben hätte. Das habe ich nicht. Ja. Aber Sie wissen ja, der größte Feind des Verschwörungstheoretikers ist der Verschwörungspraktiker. Ja. Und also die arbeiten wirklich hart dran, die geben sich große Mühe und ich habe da vollstes Vertrauen. Ja. Aber wirklich ganz konkret, abseits der Scherze, die sehr gut sind, wie geht es uns mit dem US-Dollar? Na gut, der US-Dollar ist ja, der geht den Weg aller Papierwährungen. Wissen Sie, wir haben die letzten 500 Jahre oder 600 Jahre sind es ja fast, seit die Papierwährung erfunden worden ist von Kublai Khan.
Da haben wir 500 Papierwährungen gesehen und keine einzige ist nicht untergegangen. Also ist nicht, Sie müssen sich vorstellen, es gibt wirklich in der Geschichte der Menschheit keine Papierwährung, die nicht in der Hyperinflation untergegangen ist. Die längsten Papierwährungen halten 100 Jahre, im Schnitt halten sie 50 Jahre. Wenn sie schlecht konstruiert sind, halten sie 25 Jahre. Das können wir demnächst am Euro beobachten. Und wenn sie... Und wenn sie ganz schlecht konstruiert sind, so wie die französischen Assignaten, dann halten sie nur 3 Jahre. Das war diese Hyperinflation, die man in Frankreich in der Revolution 1791 quasi aus dem Stand produziert hat. Also man hat wirklich eine neue Währung eingeführt, die 3 Monate später schon hyperinflationär war. Das muss man auch erstmal bringen. Also das wiederum können nur die Franzosen, ja, Papiergeld als Atombombe konstruieren. Aber der Dollar ist jetzt 50 Jahre alt. Älter ist er nicht. Die meisten Leute denken, den Dollar gibt es jetzt irgendwie, weil im Wilden Westen auch schon mehr mit Dollar bezahlt worden ist. Ja? Die denken, der Dollar wird jetzt irgendwie 150 oder 200 Jahre alt oder 250 sogar, weil die USA gibt es jetzt bald 250 Jahre. Nein, das ist nicht der Fall. Der Dollar, den wir haben, den gibt es jetzt seit dem 15. August 1971. Vorher war er goldgedeckt, danach war er nur noch eine Papierwährung, als Nixon die Golddeckung einfach aufgekündigt hat. Das war eine Währungsreform vor der Fernsehkamera, wenn man so will. Und dieser Dollar, der hat jetzt im Grunde genommen in den letzten 50 Jahren als Leitwährung fungiert, aber nicht mehr als Leitwährung im Sinne einer Stabilitätsankerfunktion, so wie vorher, bis 1971, wo er eben goldgedeckt war, sondern als Tributsystem. Die USA haben seitdem 15 oder 16 Billionen Dollar an Defiziten in der Leistungsbilanz aufgetürmt und haben diese immer mit frisch gedruckten Dollars bezahlt, die dann anschließend entwertet worden sind. Und heute brauchen sie 20 Dollar, um die Dinge zu kaufen, die sie 1971 für einen Dollar bekommen haben. Ja, also der Dollar ist schon zu 95% verschwunden. Der hat sich seitdem zu 95% in Luft aufgelöst. Der hat schon so etwas Ätherisches an sich mittlerweile. Ja? Und wenn Sie mich fragen, wo die restlichen 5% demnächst hingehen, dann ist die Antwort zu den BRICS. Ja? Hol's der BRICS. Also früher hat man gesagt, hol's der Teufel, heute sagt man, hol's die BRICS. Weil die haben es nämlich langsam satt. Die haben einen Handelsbilanzüberschuss von 1 Billion pro Jahr dem Westen gegenüber und kriegen dafür diese ganzen Dollars, mit denen sie ein Jahr später schon wieder 10% weniger kaufen können, als sie geliefert haben. Das ist auf Dauer ein schlechter Deal. Ja? Und die wissen das auch, dass es ein schlechter Deal ist. Deswegen werden die jetzt eine goldgedeckte Handelswährung einführen. Das wird kommen. Also die brauchen jetzt noch ein bisschen, bis die Infrastruktur steht. Das ist nicht ganz trivial. Gut, ich hätte es wahrscheinlich in einem halben Jahr hingebracht. Die brauchen ein Jahr, auch in Ordnung. Ja. Aber die werden es jetzt bauen und dann werden die in Zukunft verlangen, dass ihre Überschüsse mit Gold bezahlt werden. Und dann wird es lustig, weil 1 Billion Handelsbilanzüberschuss zum aktuellen Kurs sind 16.000 Tonnen, ja, Gold. 16.000 Tonnen ist selbst, wenn man bedenkt, wie kompakt Gold ist, eine Menge. Und der Westen hat nur 23.000 Tonnen Gold in seinen Zentralbankvorräten. Das heißt, er muss entweder die Defizite runterfahren oder er muss seine Goldvorräte rausrücken, aber dann ist nach 18 Monaten auch Schicht im Schacht. Oder er muss mehr Dollars und Euros drucken, um Gold zu kaufen, damit er damit dann die Überschüsse der anderen bezahlen kann. Wie man es auch dreht und wendet, die Sache kommt zum Ende. Und auch der Dollar kommt zum Ende. Meine letzte Einstiegsfrage. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mit dem Ernst Wolf in meinem Studio. Wir haben uns sehr gut unterhalten, auch über viele Wirtschaftsthemen. Und am Ende dieser Stunde wollte ich es einfach wissen von ihm. Und genau diese Frage stelle ich kurz und knapp. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? Erstmal Monty Python schauen, würde ich mal sagen. Ja? Dann ist man da schon einen ganzen Schritt weiter. Aber ich glaube, es gibt einen Sinn des Lebens und wir werden mit der Suche nach diesem Sinn des Lebens auf die Welt gebracht. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwann in seinem Leben ein Gefühl hat, dass es etwas gibt, wofür er ganz konkret hier ist. Und es braucht manchmal eine Weile. Manche entdecken dieses sehr früh, das nennt man dann Berufung. Und manche entdecken es relativ spät und manche entdecken es nie, weil sie nicht auf die Suche gehen. Wie Ayn Rand gesagt hat, die Wahrheit ist nur für die da, die nach ihr suchen. Ja, für die anderen ist sie nicht da. Und ich glaube, dass jedem von uns es aber gegeben ist, wenn er nach diesem Sinn sucht, dass er ihm auch offenbart wird. Das ist eine religiöse Komponente, wenn Sie so wollen. Und für mich selber glaube ich, dass der Sinn des Lebens darin besteht, meine Familie glücklich zu machen und meinen Kindern ein Land in Freiheit zu übergeben, was zu diesem ersten Punkt dazugehört. Deswegen bin ich auch so fest entschlossen. Das ist für mich der Sinn des Lebens, dafür zu sorgen, dass das, was ich von meinen Eltern bekommen habe, nämlich ein freies, wohlhabendes Land, dass ich das an meine Kinder übergebe. Und wenn ich das schaffe, dann kann ich da ganz beruhigt sein. Dann kann ich nicht alles verkehrt gemacht haben. Das genügt erstmal. Herzlichen Dank. Danke auch. Ich bitte, Platz zu nehmen.
Wir kommen zu unserem nächsten Gast. Zu uns kommt eine Medienlegende auf die Bühne, nämlich Dr. Ferdinand Wegscheider. Ja, herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind alle sehr erleichtert, Sie wiederzusehen nach einigen Wochen der Abstinenz. Wir halten es halt einfach nicht aus ohne Sie, ich muss es zugeben. Kurze Vorstellung, Herr Dr. Ferdinand Wegscheider, für die zwei Besucher, die ihn nicht kennen. Er hat seine Karriere mit einem Studium der Rechtswissenschaften begonnen. Dann zog es ihn in die Medienwelt. Nach seiner Tätigkeit für den ORF gründete er eigene Medienunternehmen und Österreichs ersten privaten Fernsehsender. Seit 2016 ist er Programmchef des Privatsenders Servus TV und seine satirischen Wochenkommentare Der Wegscheider begeistern Österreich und begleiteten uns durch die sogenannte Pandemie. Ja, gleich meine erste Frage an Sie. Die Frage, die wir uns alle gestellt haben in den letzten Monaten: Sind Sie wieder zurück und bleiben Sie uns am Bildschirm erhalten? Sicher. Wer war das? Der erste Teil der Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich bin ja wieder da. Ich bin seit, glaube ich, 6 Wochen wieder on duty, also im Sender, sowohl als Senderchef als auch mit dem Wochenkommentar am Bildschirm. Rückblickend sieht mir die Dinge immer lockerer. Insofern erheitert es mich ein bisschen, was meine Auszeit ausgelöst hat. Ich habe gleich mal gehört, dass meine guten Freunde unter den Berufskollegen in Wien das Gerücht lanciert haben, der ist jetzt in Krankenstand geschickt worden und mit dem Jahreswechsel wird er dann in Frühpension geschickt. Ich war 2 Wochen auch in so einem Gesundheitshotel in Tirol, um Energie zu tanken. Wie ich das gehört habe, das war so der größte Push. Nein, aber natürlich gibt es einen, wenn man so will, ernsten Hintergrund. Mir ist einfach heuer so gegangen, dass ich aus dem Sommerurlaub zurückgekommen bin und nach 1-2 Tagen im Büro immer noch, ich bin urlaubsreif. Und ich habe das einfach als Alarmsignal empfunden, selbstbestimmt zu sagen, okay, jetzt muss einmal ein paar Wochen wirkliche Auszeit geben, nicht mit Handy und Laptop und bevor einem irgendwann in ein paar Monaten der Burnout das vorschreibt. Und habe dann, wie so oft, bemerkt, dass sowohl bei mir im Unternehmen, meine Mitarbeiter, als auch extern, alle gesagt haben, super Verständnis und klasse, dass du das sagst und dass du dich auch traust, das zu sagen. Ja, es gibt halt einfach Zeiten, ich habe jetzt jahrelang immer gesagt, geht schon noch. Die Gesundheit ist wichtig und die war mir auch wichtig und deswegen habe ich halt dann einfach gesagt, okay, jetzt muss einmal Auszeit sein. Ist natürlich im ersten Moment nicht einfach, das auch öffentlich mitzuteilen, aber es gab definitiv, das kann man, darf ich noch einmal wiederholen, weder intern im Konzern oder extern irgendein Druck, der gesagt hat, du musst jetzt gehen. Das war wirklich selbstbestimmt und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt selbstbestimmt wieder da bin. Wir kennen ja alle den Sender Servus TV, der vielleicht nicht immer ganz auf Linie ist.
Und möglicherweise hat ja die Aufsichtsbehörde das jetzt auch sich sehr genau angeschaut und überlegt, ob Satire Satire sein darf oder ob das jetzt eine ernsthafte Nachrichtensendung sein darf. Also das Verfahren ist ja noch anhängig. Aber mit all diesem Hintergrund, wie beurteilen Sie den aktuellen Zustand der Medienlandschaft und des Journalismus im Ganzen in Österreich? Ehrlich gesagt eher miserabel. Jetzt bin ich nach den vergangenen 3-4 Jahren natürlich schon gewohnt, dass es ist, wie es ist. Aber noch vor 4-5 Jahren, wenn wir gesprochen hätten, hätte ich gesagt, nein, das gibt's nicht. Das kann in so einer kurzen Zeit nicht passieren, dass die journalistischen Grundsätze, die ethisch-journalistischen Grundsätze, warum gibt es Journalisten in einer Demokratie, um die Mächtigen zu kontrollieren, auf einer Basis wirklich seriöser, qualitativer Regeln. Und so wichtige journalistische Grundsätze wie alles zu hinterfragen, nicht gerade was von den Mächtigen und von den Regierenden kommt, 1:1 alles zu übernehmen, das ist Propaganda. Und also, wie gesagt, vor 4-5 Jahren hätte ich es nicht geglaubt, dass wir sowas erleben in so kurzer Zeit. Und es gibt immer wieder Tage, wo ich am Morgen, wenn ich dann so den Mitbewerb konsumiere, bedenke, das gibt es aber jetzt nicht. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Aber als unverbesserlicher Optimist kann man nur hoffen, dass es in der ewigen Wellenbewegung auch wieder besser wird. Das erinnert mich jetzt auch an Tage, wo ich mir gedacht habe, das gibt es eigentlich nicht, wenn man in die Trafik geht und alle Zeitungen haben die gleiche Headline, nämlich wirklich die gleiche Headline. Kurze Zwischenfrage, die wir uns gar nicht ausgemacht haben, aber es passt gerade so gut. Werdet ihr da auch gefragt, ob ihr da nicht vielleicht mitmachen wollt, dass alle dasselbe schreiben? Interessanterweise nicht so. Aber man muss schon dazu sagen, mit meinen 63 Jahren, da ist man gesettelt, hat Berufserfahrung und ich bin vom Typus auch nicht der sich da so leicht korrumpieren oder. Aber in der Corona-Zeit war es natürlich schon teilweise schlimm zu beobachten zu müssen, dass vor allem unsere jungen Kollegen und da wiederum vor allem die jungen Kollegen, wir haben ja auch eine Wiener Redaktion, dann wirklich tagtäglich von den Kollegen der anderen Medien blöd angeredet worden sind und was tust du nur bei dem Schwurbelsender und wie hältst du das aus und so. Also da ist schon unglaublicher Druck auf die Kollegen gemacht worden. Offiziell an uns herantreten tut niemand, mit der Einschränkung, dass mittlerweile Journalismus ja leider vielfach so passiert, dass man ja viele Geschichten nicht mehr selber recherchiert, sondern die kommen ja über die Agenturen rein, über die Presseagenturen, in Österreich die APA, international Reuters, AFP etc. Und da gilt es, aufmerksam zu sein, weil mehr oder weniger dieses Angebot 1:1 zu übernehmen, kommt dem eigentlich schon gleich, dass man sagt, wer hat's hier nie gefragt. Das kommt schon so in Einheitsware daher und leider ist es so, dass bei vielen Medien diese Agenturmeldungen 1:1 übernommen werden. Und wenn man dann die Zeitungen vergleicht, merkt man ja auch, dass in 10 Zeitungen genau dasselbe steht, dasselbe Wortlaut. Weil da keiner mehr selber recherchiert, sondern das wird so übernommen. Ja, das Praktische ist ja, dass Reuters und DPA und so weiter es alle eigene Faktenchecker haben. Ja. Die können ja mal Fakten checken, ob der Wegscheider eh lustig ist. Ne? Ja, ich glaube, die finden den Wegscheider nicht so lustig. Ich finde das mit den Faktenchecker lustig. Das mit den Faktenchecker ist ja der Einserschmäh.
Da sind einfach Medien und ein paar Presseagenturen hergegangen und haben zu ein, zwei Mitarbeitern gesagt, du bist jetzt ein Faktenchecker. Also die sind dann nicht mehr Journalisten, sondern Faktenchecker, machen genau das, was sie vorher gemacht haben, aber sie sind die Faktenchecker und wenn sie das sagen, dann sind sie die Instanz. Die Faktenchecker haben teilweise so viel Blödsinn verbreitet, dass es weh tut. Gerade in der Corona-Krise hat man gemerkt, diese Faktenchecks waren völliger Humbug, immer schön unter Berufung auf die Wissenschaft, Trust the Science. Ich habe mir gedacht, wie geht es denn meinen Berufskollegen und auch den Faktencheckern, dass ich mir denke, natürlich kann man immer unterschiedlicher Meinung sein, aber haben Sie die Frage gestellt, wann Kapazitäten von Nobelpreisträgern abwärts, Virologen, Epidemiologen, Professoren, noch mir kommt jetzt ein von mir sehr geschätzter, Professor Hadic etc., wenn die alle sagen, Achtung, 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 stimmt was nicht, haben die geglaubt, dass die alle über Nacht verblödet sind oder sind sie verblödet? Im Journalismus ist ja leider nicht immer alles lustig. Wir sind in einer Zeit vieler Kriege und Konflikte. Und was wir schreiben, kann sowas durchaus befeuern oder vielleicht ein wenig abschwächen. Das heißt, Journalismus hat eigentlich eine große Verantwortung. Und das wäre meine letzte kurze Frage. Welche Verantwortung tragen Journalisten und Medienmacher im eigentlichen Sinne? Und wer wird dieser Verantwortung momentan überhaupt noch gerecht? Ja, das ist eigentlich schon ein wirklich ernster Hintergrund, weil natürlich haben Journalisten oder tragen Journalisten eine unglaublich hohe Verantwortung. Das hat man ja eben gerade in den vergangenen 3-4 Jahren gesehen und sieht es leider nach wie vor. Weil wir in einem Medienzeitalter leben und ein Großteil der Bevölkerung das halt glaubt, was er da in den Medien konsumiert. Deswegen sind ja die klassischen Medien oder die Vertreter der klassischen Medien so völlig aus dem Häusl, weil die sozialen Medien, um Gottes Willen. Ja, natürlich wird in sozialen Medien da und dort auch viel Blödsinn verbreitet, aber es ist mit Sicherheit so, dass die sozialen Medien gerade in den vergangenen Jahren, in der Corona-Zeit etc., halt einfach ziemlich das einzige Gegengewicht waren zu den sogenannten klassischen Medien, die als Einheitsmedien einfach nur Propaganda gemacht haben. Und wenn sich Medien, wenn sich Journalisten ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, diese Verantwortung heißt eben, meine Aufgabe, meine demokratisch legitimierte Aufgabe ist, die Regierungen, die Politiker, die Behörden, die Mächtigen zu kontrollieren. Und zwar nicht pauschal irgendwie drüber, sind eh alle die da oben, sondern einfach seriös zu kontrollieren und sich im Gegenteil für Propaganda einspannen zu lassen, dann werden sie dieser Verantwortung halt leider überhaupt nicht gerecht und dann kommt das ganze demokratische Gefüge aus dem Rhythmus und das ist sicher bedenklich. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Bitte gerne Platz zu nehmen. Ja, wir haben natürlich versucht, eine gewisse Dramaturgie hineinzubringen. Es ist jeder unserer Gäste großartig, sehr belesen und sehr erfahren in seinem Gebiet. Aber wir haben natürlich schon eins drauflegen müssen. Wir begrüßen jetzt bei uns einen Menschen, der in den letzten Jahren viel Mut bewiesen hat, viel Mut gespendet hat und vielleicht vielen von uns das Leben gerettet hat. Wir begrüßen Professor Dr. Martin Hadic.
Hallo. Hallo Freistaat. Kurz zur Vorstellung. Ähnlich wie Professor Sucharit Bhakti hat Herr Professor Hadic sein Leben der Mikrobiologie gewidmet. Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Hygiene, Virologie, Tropenmedizin und Infektionsepidemiologie. Ja. Ich hätte dieses Wort öfter üben sollen. Habe ich was vergessen? Nein, alles gut, alles gut. Mit seinem fachlichen Hintergrundwissen regten sich bei ihm früh Zweifel an der Richtigkeit des Corona-Narrativs und der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen. Und er ist hergegangen und hat diese Meinung zuerst, glaube ich, auf YouTube publiziert, ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat damit sehr, sehr vielen Mut gespendet. Vielen Dank. Gerne. Sie haben vielen Menschen in der Pandemie Hoffnung gegeben und eine völlig andere Perspektive eingebracht. Ich beginne auch bei Ihnen mit einer persönlichen Frage. Was war vor doch schon einigen Jahren mittlerweile Ihre persönliche Motivation, Arzt zu werden und dann noch so viele Fachausbildungen zu absolvieren? Und hat sich das Gesundheitssystem seither verändert? Passt das heutige Gesundheitssystem noch zu Ihren persönlichen Zielen von damals? Wenn ich da ein bisschen ausholen darf, ich denke mir, wenn man ein gewisses Maß an Empathie hat, versucht man halt dort seine Leistung einzubringen, wo man am ehesten etwas bewirken kann. Und ich habe natürlich auch von hinten gelauscht auf die Frage nach dem Ziel des Lebens. Und das spielt hier ein bisschen hinein, weil ich glaube, das Ziel des Lebens könnte sein, dass man mit seinen bescheidenen Möglichkeiten versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, weil wenn das alle versuchen, dann bringen wir da was weiter. Ich war in Graz als Freiwilliger beim Roten Kreuz und habe auf diese Art und Weise auch Nachtdienste versehen. Und da kommt man automatisch auch mit verschiedenen Schicksalen in Kontakt und sieht auch, was man manchmal auch mit relativ einfachen Mitteln bewirken kann. Und das ist eine Motivation. Ja, also ich denke mir, es geht um die Begleitung von Menschen, die psychisch, physisch oder vielleicht auch sozial krank sind. Es gibt viele Leute, mit denen man auch nur Gespräche führt. Und das war schon eine Motivation, sozusagen hier den Weg des Arztes einzuschlagen. Es gab unterschiedliche Angebote für Fachausbildungen und letztendlich hat halt mein Herz dann für die angewandte Mikrobiologie, also die, auch die Infektionsdiagnostik und den direkten Kontakt mit erkrankten Menschen und die entsprechende Therapie gewonnen im Wettbewerb der verschiedenen Qualitäten. Und auf die Frage hin, ob heute das Gesundheitssystem noch dem entspricht, was damals sozusagen meine Motivation war, muss ich sagen, nein. Ich würde zwar den gleichen Weg wieder gehen, weil ich sehr viele spannende und schöne Erlebnisse in meinem Leben gehabt habe und ich diese Erlebnisse nicht missen möchte. Aber der Weg, den die Medizin gegangen ist, derzeit geht und eventuell in Zukunft gehen könnte, und darauf darf ich ja heute auch noch einmal eingehen, entspricht so in überhaupt nicht meiner Vorstellung der Medizin und ich sage mal, die Begründung spielt auch ein bisschen hinein in der Unterscheidung zwischen Arzt und Mediziner. Ich glaube, unser System versucht auch über Manipulation Mediziner zu generieren und für mich ist immer ein Arzt die Kombination von Mediziner plus Empathie. Und das ist etwas, was sich nicht erzwingen lässt. Applaus
Vielleicht spreche ich für viele von uns heute. Im Zuge der Corona-Krise haben sehr viele Menschen das Vertrauen in die Medizin verloren. Zu Recht. Es ist nicht erschüttert, es ist weg. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie man diesen Trend umkehren kann, wie man den Menschen wieder Vertrauen in die Medizin gibt? Das große Problem dabei ist, Sie haben leider Gottes vollkommen recht, es ist nicht nur, wir haben generell einen gigantischen Vertrauensverlust. Sie haben recht, das gilt für die Mediziner auch. Es gibt aber nach wie vor rechtschaffene Ärzte, die interessanterweise diesen Vertrauensverlust auch selbst nicht an ihrer Person erlebt haben, sondern ich glaube, dass Corona hier sehr viel aufgedeckt hat und auch den Unterschied zwischen der Art der Praxis sozusagen hier vor Augen geführt hat, vielen vor Augen geführt hat. Der Vertrauensverlust schmerzt, er ist gerechtfertigt. Ich glaube, dass sehr viele meiner Kollegen einem Gewissens-Lackmustest nicht standhalten würden. Ich glaube, dass so mancher seine Seele verkauft hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Und auf der anderen Seite wird es in irgendeiner Art und Weise auch in Zukunft eine ärztliche Versorgung geben müssen. Und das ist jetzt dieser Spagat. Wie schaffen wir das? Wie kann jemand, der von seinem Hausarzt, von seinem betreuenden Arzt, von seinem betreuenden Spitalsarzt enttäuscht wurde, jemals wieder Vertrauen in das System fassen? Und ich sehe halt hier eigentlich nur die Möglichkeit darin, dass man versucht, den Kontakt durch den Umbau der Medizin insgesamt, den Kontakt zwischen Patienten und Arzt zu intensivieren. Und genau das würde ja sozusagen im Kontrast stehen zu dem, was das System derzeit möchte und vorhat. Viele werden das vielleicht auch mitbekommen. Eine der wesentlichen Winkelzüge, die wir jetzt beobachten konnten, ist der Versuch der Entpersonifizierung in verschiedensten Bereichen. Ja? Also das beginnt schon bei der Geschlechterdefinition, dass die Leute nicht mehr wissen, was und wo und wie sie sind. Und letztendlich durch anonyme Betreuung, durch Internet-Deals statt Kreislaumseck und so weiter und so fort, gibt es hier diese enge Beziehung nicht mehr. Und jetzt sozusagen besteht ja die Tendenz, das Patienten-Arzt-Verhältnis zu unterwandern. Und jetzt beginnt langsam auch die Ärztekammer zu sehen, hoppala, da läuft etwas schief, bisher waren die ja voll auf Linie. Und jetzt merken sie plötzlich, dass durch Gesundheitszentren, durch eine sozusagen Entkoppelung von Patient und betreuendem Arzt, plötzlich auch hier eine Anonymität hineinkommen soll, indem sozusagen es nicht mehr eine 1:1 Beziehung gibt, sondern der Patient in eine Anonymität hineingestoßen wird und abgearbeitet wird wie ein Material. Und ich glaube, da sollten wir auch aufpassen und natürlich die ganze Digitalisierung, darauf werde ich auch noch eingehen, wirkt natürlich in dieser Richtung. Es ist ja unter anderem das Ziel, dass der erste medizinische Kontakt ein digitaler ist. Und nur wenn der nichts bringt im Sinn Telemedizin oder was auch immer, dann gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, bei einem Arzt vorstellig zu werden. Ja, das ist auch wieder ein Schritt in dieser Richtung. Und darum glaube ich, wir brauchen persönliche Beziehungen, um Vertrauen wiederherzustellen. Vielen Dank. Bitte Platz zu nehmen. Ja, einige Minuten nach Beginn unseres Events haben wir es schon geschafft, dass alle unsere Gäste sitzen. Ich erkläre kurz die Regeln, was wir vorhaben.
Jeder von unseren Fachleuten hat ein kurzes Impulsreferat vorbereitet. Jeden unserer Fachleute gehört quasi eine Diskussionsrunde. Und danach wird diskutiert. Und ich muss dazu sagen, es wird sich heute zeitlich nicht ausgehen, dass wir mit Ihnen im Publikum diskutieren. Das heißt, die Diskussion soll sich hier interdisziplinär, wie ich es am Anfang gesagt habe, auf der Bühne abspielen. Wenn jemand von Ihnen mit unseren Experten, das habe ich es doch gesagt, mit unseren Fachleuten nachher ins Gespräch kommen möchte, wir haben dann die Pause, wir haben die Zeit nach dem Event. Da drüben gibt es Bücher, die werden auch signiert werden, habe ich gehört. Und da kann man dann seine persönlichen Fragen loswerden. Dann beginnen wir gleich mit der ersten Runde. Es ist ein Thema, das sich sicherlich in allen Fachdisziplinen der bei uns vertretenen Spezialisten findet: Propaganda. Wir starten unsere Veranstaltung heute mit Propagandaforscher Dr. Jonas Tögl. Unsere Welt scheint in militärischen Belangen in einer sehr angespannten Situation zu sein. Kriege, die uns auch hier im Westen betreffen. Und das ganz massiv häufen sich. Speziell in der Ukraine ist die NATO intensiv daran mitbeteiligt. Und auch in der Israel-Krise sind NATO-Länder aktiv und bereit zum Eingreifen. Sie haben sich lange Zeit mit der kognitiven Kriegsführung der NATO beschäftigt und sind davon überzeugt, dass hier gegenüber den einheimischen Bevölkerungen, also uns allen, massive Propagandamaßnahmen gesetzt werden. Ich bitte Sie darum, uns in dieses Thema einzuführen. Also, wir haben vorher schon gesprochen über Softpower-Technik und darüber, dass die flächendeckend weltweit eingesetzt werden. Und jetzt, wenn man sich fragt, was ist denn der modernste, der fortschrittlichste Einsatz von diesen Softpower-Techniken von Manipulation, dann ist das die kognitive Kriegsführung der NATO. Das sage auch nicht ich, sondern das sagt Marie-Pierre Raymond, eine französische Verteidigungsexpertin, im Zusammenhang mit diesen Plänen zur kognitiven Kriegsführung, die seit 2020 bzw. 2021 intensiv vorangetrieben wird. Und ich möchte vorausschicken, bevor ich da näher darauf eingehe, dass es natürlich wichtig wäre, sich auch die Manipulationsprogramme von anderen Ländern anzuschauen. Also auch Russland, auch China haben ihre eigenen Programme, kleinere Länder natürlich auch. Aber bei mir ist es so, dass ich da einfach eine Sprachbarriere habe. Ich spreche fließend Deutsch, bisschen Bayerisch, Englisch, Französisch, Spanisch. Aber ich spreche eben nicht Russisch und ich spreche auch nicht Chinesisch. Das heißt, ich habe mich hier einfach auf diese kognitive Kriegsführung der NATO konzentriert. Aber es wäre wichtig, dass wir uns die anderen Länder da auch genau anschauen. Und ja, was ist es, wenn Sie kognitive Kriegsführung noch nie gehört haben? Dann haben Sie vielleicht Begriffe wie Informationskriegsführung, psychologische Kriegsführung oder psychologische Operationen, sogenannte PsyOps, haben Sie das schon mal gehört? Und da ist die kognitive Kriegsführung der Überbegriff dafür. Das heißt, man fasst alle Manipulationsprogramme, die es jetzt schon gibt, zusammen und denkt das Ganze noch weiter in die Zukunft. Und jetzt kann man sich ja fragen, Moment mal, ein Militärbündnis, warum interessieren die sich so stark für Psychologie? Und da muss man einfach verstehen, NATO Stratcom, die strategische Kommunikationsabteilung der NATO, hat gesagt, das, was die Menschen denken und fühlen über Kampfhandlungen, das ist genauso wichtig, also diese Softpower, genauso wichtig wie die Hardpower. Also sie brauchen für einen Krieg nicht nur Panzerschiffe, Flugzeuge, die brauchen sie auch, aber sie brauchen eben auch die Köpfe und Herzen der Menschen hinter sich. Wenn sie die nicht haben, dann verlieren sie den Krieg. Das war schon immer so. Und was wir jetzt feststellen, das ist eine ganz neue Tendenz, dass die Bedeutung von Hardpower, die gibt es natürlich immer noch, die NATO-Länder geben zusammen über 1 Billion für Rüstung aus, aber diese Bedeutung nimmt tendenziell eher ab und die Bedeutung von Softpower nimmt tendenziell eher zu. Das heißt, diese psychologische Komponente wird immer wichtiger werden. Bei der NATO heißt es, die könnte der neue Game Changer sein. Warum? Man möchte dahin kommen, den Menschen wie den Computer hacken zu können. Und jetzt, wenn Sie an das Zitat von Harari denken, der hat genau das Gleiche gesagt. Und so steht es auch in den Dokumenten der NATO. Das heißt, wir haben ein sehr extremes Programm, das eigentlich die möglichst totale Kontrolle der Gedanken, Gefühle und des Verhaltens der Menschen anstrebt.
Und wie ernst die NATO auch diese Planungen nimmt, das kann man daran erkennen, dass die NATO für sich selbst sogenannte Kriegsschauplätze oder Domänen festlegt. Und momentan kämpft sie auf 5 Domänen. Das ist zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Das ist eingängig, da fahren die Flugzeuge, da fliegen die Flugzeuge, da fahren die Panzer und da fahren die Schiffe. Der Bereich der Hardpower. Dann haben wir seit 2016 das Internet, das verbindet all diese Domänen miteinander, und seit 2019 das Weltall, da fliegen die Raketen und das sind die Satelliten, auch das kann man gut verstehen. Und im Zuge der kognitiven Kriegsführung, die heute schon stattfindet, wird geplant, einen neuen 6. Kriegsschauplatz festzulegen. Und dieser Kriegsschauplatz wird kommen und dieser Kriegsschauplatz wird sein, der Mensch selbst. Das heißt, man muss sich das wirklich mal vergegenwärtigen, wie extrem dieses Programm ist. Momentan wird nur noch diskutiert, wird es Human Domain heißen, also der ganze Mensch, oder Cognitive Domain, also nur sozusagen unsere Gehirne. Und vielleicht kann man sich denken, okay, in Österreich, wir sind hier nicht in der NATO, dann betrifft uns das ja gar nicht. Aber da muss man verstehen, wer ist jetzt eigentlich im Ziel von dieser kognitiven Kriegsführung? Auf der einen Seite ist es so, natürlich zielt er auf fremde Bevölkerungen ab. Wenn sie zum Beispiel eine fremde Bevölkerung dazu bringen, dass sie ihren Präsidenten stürzt oder abwählt, dann müssen sie keinen Krieg mehr gegen die führen. Auch diese Pläne gibt es. Aber gleichzeitig sagt man, lass uns doch auch die eigene Bevölkerung ins Visier nehmen. Das heißt, wir haben fremde und eigene Bevölkerung. Und dann ist die Frage, ist die kognitive Kriegsführung rein defensiv ausgerichtet? Und muss man sagen, okay, so wird es verkauft. Die NATO sagt, wir verteidigen uns hier nur gegen die kognitiven Kriegsführungsprogramme der anderen Länder. Aber auf der anderen Seite steht dann auch zu lesen, ja, als Angriff kann man es auch gut nutzen. Das heißt, wir haben fremde Bevölkerung, eigene Bevölkerung, Verteidigung und Angriff. Und dann wird klar, dass jeder Mensch zu jeder Zeit wirklich im Zentrum von dieser hochmodernen psychologischen Kriegsführung steht. Im Buch habe ich sie in 4 Facetten aufgeteilt und dann wird es auch ein bisschen anschaulicher. Die Hauptsäule von dieser kognitiven Kriegsführung ist Kriegspropaganda. Die gab es schon immer, die gibt es heute auch noch und die wird uns auch noch eine Weile begleiten. Dann haben wir die kulturelle Manipulation und da geht es um die Tiefenindoktrination. Da geht es darum, wie sie sich eigentlich die Welt erklären, welches Narrativ sie im Kopf haben. Das beeinflusst ganz, ganz stark ihre Wahrnehmung. Dann haben wir die digitale Manipulation. Ich fasse es jetzt nur kurz zusammen, aber da geht es einfach darum, dass wir durch das Internet so viele Informationen über uns preisgeben, die man dann mit KI auswerten kann, dass man uns sehr, sehr gut kennt. Die NATO spricht hier von dem Spiegel in die Seele, den man bekommt. Und je besser man uns kennt, sagt James Giordano, ein Wissenschaftler von der NATO, desto besser kann man uns auch steuern. Und da gehen wir dann schon in die Richtung, was Harari gesagt hat. Man kann uns hacken. Dafür braucht man auch Zukunftstechnologien, auch dessen und aller Kürze. Das sind diese NBIC-Wissenschaften. Da geht es um Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationswissenschaften und Kognitionswissenschaften, die zu so einem gefährlichen Cocktail zusammengemixt werden, sagt die Clusell. Und damit kann man uns noch besser steuern. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber um es mal konkret zu machen, dass Sie es auch nachempfinden können, mit welchen Techniken da gearbeitet wird, möchte ich mir mal rausgreifen, die Kriegspropaganda und die kulturelle Manipulation. Und zwar ist es so, wenn wir uns den Ukraine-Konflikt anschauen, dass es da einen Kampf der Narrative gibt. Das sagt Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, den ich sehr schätze und der sehr gute Analysen dazu hat. Der hat gesagt, wir haben auf ukrainischer Seite dieses Narrativ, dass es ein unprovozierter Angriffskrieg Russlands ist und dass die Ukraine die westliche Demokratie verteidigt. Und wenn Russland in der Ukraine nicht gestoppt wird, dann krallt sich der imperiale Diktator Putin sozusagen ein Land in Europa nach dem anderen. In Deutschland haben wir eine Politikerin, die heißt Agnes Strack-Zimmermann, vielleicht kennen Sie die, nicht lachen. Die hat gesagt, auf russischen Panzern steht auf nach Berlin. Also dieses Narrativ wird sehr, sehr stark vorangetrieben. Und es trägt natürlich die Waffenlieferungen, es trägt die Kampfhandlungen von westlicher Seite. Und von russischer Seite haben wir ein anderes Narrativ, das die russischen Kampfhandlungen trägt. Das ist, dass es hier einen großen vaterländischen Krieg gibt, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, wo es gar nicht darum geht, dass sich jetzt Russland sozusagen mit der Ukraine beschäftigt, sondern eigentlich geht es darum, dass Russland einen Konflikt hat mit dem globalen Westen, / der NATO, / den USA.
und dass Russland sich hier eigentlich nur verteidigt gegen die NATO-Osterweiterung. Und beide Narrative tragen natürlich die Kampfhandlungen auf den beiden Seiten, weil sie die Köpfe und Herzen der Menschen beeinflussen und die sind eben ganz zentral. Das heißt, um dieses Narrativ, das müssen Sie sich klar machen, ob Sie das eine oder andere Narrativ im Kopf haben, darum wird intensiv gekämpft und das hängt zusammen mit Ihrer Weltsicht. Also wir sprechen hier nicht über Kleinigkeiten. Und wie wird dieses Narrativ geschützt? Kann ich Ihnen eine andere Technik noch erklären? Das ist die sogenannte Inokulation. Das heißt Impfung. Und wir werden heute vielleicht noch das eine oder andere auch über medizinische Impfungen hören. Aber hier geht es nicht um eine medizinische, sondern hier geht es um eine psychologische Impfung. Und dass Sie es mal verstehen, die Grundidee von einer medizinischen Impfung, wenn die funktioniert, ist ja so, dass ich so einen kleinen Krankheitserreger in kleinen Dosen initiiert bekomme, das Immunsystem erkennt den, wird trainiert und wenn später mal das eigentliche Virus auftritt, dann wird der abgewehrt. So. Bei der psychologischen Impfung sagt man, lass uns doch genau das Gleiche machen. Lass uns Kindern und Jugendlichen, da funktioniert es besonders gut, an den Schulen beibringen, was Verschwörungstheorien sind oder was Desinformation ist oder Falschinformation. Wenn Sie auf die Seite EU versus Disinfo gehen, da haben Sie eine lange Liste von Dingen, die alle Verschwörungstheorie, Desinformation, Missinformation sind. Also zum Beispiel Zweifel an Regierungen, Zweifel an der NATO, auch Zweifel an Impfungen oder die Ansicht, dass es eine Gefahr für Russland war, dass sich die NATO nach Osten ausgedehnt hat und Russland deswegen mit der Ukraine die rote Linie überschritten sah. Das sind alles Desinformationen, Verschwörungstheorien, Falschinformationen. Und dann bekommen die Lernenden das so in kleinen Dosen beigebracht. Müssen dann am Ende einen Test ausfüllen oder Sie machen so ein Spiel, wo Sie es mal durchspielen und wenn Sie dann ankreuzen, jawohl, das ist alles Verschwörungstheorie, dann bekommen Sie die volle Punktzahl. Und wenn die Lernenden dann rausgehen in die Welt und sie hören Kritik an NATO, Kritik an Regierungen, Kritik an Impfungen etc., all die Narrative, die man nicht möchte, dass sie in die Köpfe und Herzen der Menschen gehen, dann sagen die Lernenden, super, das habe ich in der Schule schon gelernt, das weiß ich, das ist eine Verschwörungstheorie, das lehne ich ab. Das heißt, man bezeichnet diesen Bereich auch als Pre-Bunking, da muss ich es nicht mehr debunken, das machen die Faktenchecker, da sind die Informationen schon drinnen, da muss ich nachher sagen, die sind falsch. Bei dem Pre-Bunking schaffe ich es, dass die Informationen gar nicht in die Psyche der Menschen reingehen. Das wäre mal eine Technik, mit der gearbeitet wird. Eine andere sind einfache Scroll-Propaganda, also ganz schlimme Geschichten, die ich über das gegnerische Militär, die gegnerische Bevölkerung erzähle. Und ich sage, die sind so grausam, die sind so böse, die sind eigentlich gar keine Menschen mehr. Das heißt, wir haben immer dieses Runterdrücken und dieses Entmenschlichen der anderen Seite. Und vielleicht stimmen Sie mir zu, dass wirklich diese Manipulation auch mit der kognitiven Kriegsführung, die wird immer extremer. Und es ist ein so aktuelles Programm, dass ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber aufklärt. Und wenn ich dann schaue, und ich mache das auch immer in Vorbereitung auf Vorträge oder auf Interviews, ich schaue bei ARD, ich schaue bei ZDF und ich schaue bei ORF. Findet man da kognitive Kriegsführung oder Cognitive Warfare? ORF, 0 Treffer und ARD, ZDF, genau ein Treffer. Das ist ein Interview, das das SWR mit mir geführt hat. Und ich sage, das ist noch ausbaufähig. Also wir müssen wirklich drüber sprechen, wir müssen drüber aufklären. Das ist schon mal der erste Schritt, wie wir es neutralisieren können. Also wie kommen wir raus aus der Nummer? Wir müssen wissen, dass um unsere Gedanken und Gefühle intensiv gekämpft wird, jeden Tag. Wir müssen verstehen, wie gearbeitet wird, dass eigentlich immer die gegnerische Seite entmenschlicht wird. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es wichtig ist, auf Faktenebene miteinander zu diskutieren, uns nicht abzuwerten, nicht runterzudrücken und dass wir auch erkennen, dass in Kriegen auf beiden Seiten des Konfliktes immer Menschen stehen mit ihrer eigenen Würde, mit ihrem eigenen Recht auf Leben, dann fällt es uns auch viel, viel schwerer, die zu töten. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir es schaffen können, auch in Zeiten von modernster Manipulation, diese kognitive Kriegsführung zu neutralisieren. Dafür setze ich mich sehr ein und damit wäre ich jetzt auch mit meinem kurzen Referat fertig. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Danke an Herrn Dr. Jonas Tögl. Ich sage noch dazu, es zahlt sich immer aus, auf die Homepage der Menschheitsfamilie von Peter Schutter zu schauen, menschheitsfamilie.at. Zum Beispiel den Herrn Dr. Tögl kann man auch bei einem eigenen zweistündigen Vortrag bewundern. Immer wieder, ich weiß jetzt die Termine nicht auswendig, einfach bitte selbst nachzusehen. Ja, Frage an die Runde. Gibt es ein Statement oder eine Frage an den Herrn Dr. Tögl? Ja, also in meinem Fachgebiet ist es halt so,
dass ich gestehe jetzt gleich einmal was ein. Ich schaue mir fast jeden Tag ORF.at an. Also ich scroll das so durch. Warum tue ich das? Es gibt fast jeden Tag irgendeine Nonsens-Information zum Thema Klimakatastrophe. Und zwar eine idiotische Botschaft reiht sich an die andere. Sie haben sie sehr schön heute scherzhaft einführend dargelegt, 125.000 Jahre, seit 125.000 Jahren der heißeste, was auch immer. Das ist völlig evidenzlos und hat überhaupt keine Basis. Aber es wird ständig und kontinuierlich wiederholt. Was ist das? Ist das Nudging? Ist das Propaganda? Wer bezweckt da was? Also beim Klima sind wir jetzt natürlich bei einem anderen Thema. Das ist dann nicht mehr kognitive Kriegsführung als explizites Programm der NATO. Das sind wir eher bei dem Bereich, den wir vorher angesprochen haben, bei dieser Geschichte vom guten Hirten. Und die haben wir nicht nur im Bereich Gesundheit, sondern die haben wir auch sehr, sehr stark im Bereich Klima. Das heißt, man sagt, wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was gut ist, die Fakten sind klar. Und jetzt geht es nur noch darum, also wer ist wir? Genau, das fragt man sich natürlich schon. Das hat zum Beispiel Melissa Fleming, die ist stellvertretende Generalsekretärin bei der UN für Kommunikation. Also man könnte sagen, sie ist verantwortlich unter anderem für den Softpower-Einsatz bei der UN. Die hat gesagt, in Bezug auf Klima, die Wissenschaft gehört uns. Natürlich muss man die Frage stellen, wer ist uns, aber sie hat so gesagt, und wir möchten, dass die Welt das auch erfährt. Also we own the science. Mhm. Und dann geht es halt darum, okay, lass uns den digitalen Raum unter Kontrolle bekommen, lass uns Google unter Kontrolle bekommen. Man ist dann eine Partnerschaft mit Google eingegangen, bestimmte Suchergebnisse werden runtergedrückt, man baut Influencer auf, die richtigen Informationen verbreiten, man sorgt für Faktenchecks, man schaut, dass man bei Twitter Accounts installiert und denen eine große Reichweite gibt. Das heißt, man hat ganz viele Möglichkeiten, mit denen gearbeitet wird. Es wird auch mit dieser Inokulation, mit dieser psychologischen Impfung, wird auch beim Klima gearbeitet. Das heißt, im Moment massiv natürlich auch in diesem Bereich der Einsatz von Softpower-Techniken getragen von der Geschichte vom guten Hirten. Herr Dr. Krall. Diese generelle Aussage von Kant, was Aufklärung sei, nämlich den Mut zu haben, sich seines Verstandes zu bedienen. Das ist meine persönliche Überzeugung ist ja, dass wir fast jedes Lügennarrativ enttarnen können, wenn wir diesen Mut aufbringen und stringent, logisch nach Faktenorientierung vorgehen und nicht mehr an Autoritäten glauben. Das Vertrauen ist in der Tat dahin. Professor Hadic hat es ja, glaube ich, sehr schön an seinem Beispiel, an seinem Fachgebietsbeispiel erläutert, warum das Vertrauen dahin ist. Die Frage, die ich hätte, ist an den Experten zur Frage, ja, im Prinzip psychologische Kriegsführung, ja, genügt es, sich das klarzumachen, dass man diesen Mut hat, sich seines Verstandes zu bedienen? Oder brauchen wir mehr als das? Brauchen wir spezifische Techniken, um die Propaganda aufzudecken, damit wir unseren Verstand zielgerichteter einsetzen können, sozusagen mit weniger Energieaufwand die Lüge zu enttarnen? Ich würde da gerne jetzt in aller Ausführlichkeit darauf antworten. Ich muss vorwegschicken, dass das natürlich mehr Zeit brauchen würde. Da kann ich dann auch in den Vorträgen mehr ins Detail gehen. Es ist schon so, denke ich, dass es zum einen erstmal wichtig ist zu wissen, dass um unsere Gedanken und Gefühle tagtäglich intensiv gekämpft wird. Das hilft schon mal, um es zu neutralisieren. Bei der kognitiven Kriegsführung sagt die NATO, super, dass eigentlich niemand weiß, dass die kognitive Kriegsführung stattfindet, dass es nicht groß kommuniziert wird. Dann können wir es einfach noch besser voranbringen, dieses Programm. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass es wichtig ist, konkrete Techniken auch zu kennen. Und ich arbeite dann immer mehr gerne so diese Brillen, haben wir jetzt gemacht mit, Sie wissen, es gibt Grollpropaganda, Sie wissen, es gibt Inokulation, Sie wissen, es gibt den Kampf der Narrative. Und je mehr so Techniken ich eigentlich kenne, dann kann ich die mir wie Brillen aufsetzen, kann auf die aktuelle Berichterstattung blicken und kann dadurch diese kognitive Kriegsführung einfach ein Stück weit neutralisieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich kein Mensch komplett frei ist von diesem psychologischen Einfluss. Eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme, die lautet, ja, Herr Dr. Tögel, spannend, dass Sie Propagandaforscher sind. Und was mich besonders interessiert, das ist, warum können manche Menschen, Klammer auf, zum Beispiel ich, Klammer zu, überhaupt nicht manipuliert werden?
Und da muss ich sagen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn wir einfach wissen, dass diese menschliche Psyche zum größten Teil wie bei einem Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche ist, wissen wir spätestens seit Sigmund Freud, dass dieses Unbewusste, Wehling, das ist eine deutsche Forscherin im Bereich der Sprachwissenschaften, die auch da arbeitet, die sagt, zu 98% ist uns das, was unser Verhalten, unsere Gedanken und Gefühle ausmacht, nicht bewusst. Und dann ist es natürlich bei jedem Menschen so. Das heißt, bei jedem Menschen kann ich ein Stück weit, den kann ich ein Stück weit mit diesen Softpower-Techniken beeinflussen und keinen Menschen aber komplett. Und wichtig ist es zu wissen, dass diese Manipulation stattfindet, die Techniken zu kennen und sich dann, was Sie gesagt haben, aus unterschiedlichen Quellen möglichst rational zu informieren. Das wäre wichtig, aber vielleicht geben Sie mir recht, das braucht natürlich auch Zeit. Wir hätten sicher noch 100 Fragen, aber die Zeit schreitet voran. Ich darf zur zweiten Runde bitten. Fachgebiet Medien. In Anschluss an den Propagandaspezialisten bitte ich einen Mann um Einblick in seine Erfahrungswelt, der die Mechanismen der Medienwelt vielleicht besser kennt als viele andere. Lieber Herr Dr. Wegscheider, können Sie uns erklären, wie es in Österreich und vielleicht in vielen anderen Ländern der westlichen Welt dazu kommen konnte, dass der Journalismus nahezu ausnahmslos die Interessen der Reichen und Mächtigen serviciert? War das früher anders? Und wo sind eigentlich all diese Aufdeckerjournalisten, vor denen wir in vergangenen Jahrzehnten so viel Respekt hatten? Die sitzen wahrscheinlich jetzt alle im Gefängnis. Gibt es eine Chance, wieder Objektivität in die Medienlandschaft einzubringen? Gibt es eine Chance, Berufsethos in den Journalismus einzubringen? Die Fragestellung ist jetzt per se schon sehr negativ. Und aufs Erste kann ich diesen negativen Grundton nicht widerlegen. Was aus meiner Sicht in den vergangenen Jahren passiert ist, ist ein subtiler Wechsel. Wenn Sie davon sprechen, ja, so quasi die Journalisten, die Medien arbeiten eigentlich nur noch für die Mächtigen und Reichen, dann erfüllt es zum einen natürlich so ein bisschen dieses klassische Narrativ, das kennt man sogar aus alten Italo-Western, nicht? Wo selbst im kleinen Western-Kaff gibt es schon die erste Lokalzeitung und der Reichste im Kaff beeinflusst dann. Und das gibt es ja in alten Ebenen, vom kleinen Dorfblatt etc. hinauf, hat es das immer schon gegeben, dass natürlich Reiche und Mächtige versuchen, Medien zu beeinflussen in ihrem Sinn. Das hat es dann meistens in der Form gegeben, dass die handelnden Personen jetzt auf der Medienseite halt gewusst haben, okay, da ist der Onkel Dagobert, der zahlt unser Plattel und da muss ich halt irgendwie. Was mich in den vergangenen Jahren ja fast erschüttert hat, war, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass ein Großteil der Journalisten eben nicht mehr bewusst ist, dass sie da jetzt für den Onkel Dagobert arbeiten müssen, sondern eben gar nicht mehr mitbekommen, was da passiert in diesem System. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die Zunft der Journalisten seit Jahren jetzt schon brainwashed aus der Schule und aus den Unis herauskommt. Wir merken das, wenn junge Leute von den Unis kommen, die sind wirklich in manchen Dingen Gehirn gewaschen. Da zählt das Klima dazu und viele andere. Und das macht es extrem schwierig natürlich, weil du musst de facto
so wie man ihnen mit Verlaub manchmal auch Kinderstube beibringen muss, grüßen, bitte und danke sagen, aber man muss ihnen auch diese journalistischen Basics des Audiator et altera pars, die andere Seite zu hören, Dinge zu hinterfragen, muss man ihnen von Grund auf neu beibringen, weil auf den Unis kriegen sie es nicht mit. Da kriegen sie nur ihr Gehirnwäsche mit, wie die Welt funktioniert. Und man merkt es ja auch, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, bei den sogenannten Klimaklebern, wenn man das, die Interviews von denen anhört, die tun mir fast leid. Weil die sind ja wirklich, die glauben diese schwachsinnige Religion. Die glauben ja wirklich, sie müssen die Welt retten. Ja. Und das ist schon dramatisch. Also mir hat ein Chefredakteurskollege aus Berlin von der Welt letztes Jahr erzählt, wir haben uns da in Berlin getroffen und der hat schulpflichtige Kinder noch und seine Tochter, die 7 oder 8 Jahre alt in die Volksschule dort geht, hat ihm 2, 3 Wochenende zuvor, als er gesagt hat, Wochenende, wir unternehmen einen Ausflug ins Grüne, und der Kleine sagt, na, ja, wieso denn nicht? Ja, da müssen wir mit dem Auto fahren, das ist so schlecht für die Umwelt. Und das meine ich mit Gehirnwäsche, das beginnt in der Volksschule und setzt sie im gesamten Bildungssystem durch. Und das muss man ganz offen sagen, das haben wir übersehen. Das war dieser Ende der 60er Jahre angekündigte Siegeszug durch die Institutionen. Der ist offensichtlich gelungen. Medien, man Kunstszene rede gar nicht, Kulturszene, Bildungssystem ganz, ganz arg. Und vor den Problemen stehen wir heute. Und das macht es einem Journalismus so schwierig. Ganz abgesehen davon, dass ich ehrlich gesagt nach wie vor Probleme hat, wenn halt entweder beim Bewerbungsgespräch oder sonst noch 1, 2 Jahre 23-jährige Jungjournalisten sagen, ich möchte Teilzeit. Ich finde sonst keinen Anschluss zu meinen Freunden mehr. Ich weiß es nicht, ich habe mit 23 Jahren mich gefreut, wie ich beim ORF war, aber das war 24/7. Der Chefredakteur hat gesagt, hey, geht's in die Wirtshäuser, da erfahrt ihr die Geschichten. Und so war es auch. War halt wenig zu Hause. Familienfreundlich ist es nicht, dieser Beruf, aber vom Kino und von Netflix zu Hause Kartoffelchips erfährt man keine Geschichten. Das ist Vorsicht bei der Berufswahl. Und man merkt bei all diesen, also ich bin natürlich, weil ich sehr lange auch im News-Bereich tätig war, gehe bei Servus TV täglich einen Stock tiefer zu unseren beiden aktuellen Redaktionen, Magazin und Servus Nachrichten, weil das mein Leben ist. Das mein ganzer Rhythmus ist auch so. Ich komme täglich oft erst um 8 in eine 10 aus dem Büro, weil da ist für mich das Leben. Aber das ist unglaublich, was da unser Chefredakteur und die Chefs vom Dienst täglich an Überzeugungsarbeit in der eigenen Redaktion leisten müssen. Mit den jungen Kollegen, weil die sitzen da in der Früh, machen sie einen Laptop auf und lesen gleich einmal, was im Mainstream steht, und dann kriegen sie noch die Agenturmeldungen und dann musst du ihnen erklären, sorry, so funktioniert die Welt nicht. Und wenn man sie anschaut, darf das vielleicht kurz sagen, weil danke, dass sie heute da sind, jetzt haben sie den Wochenkommentar, den Wegscheider heute versammelt. Der,
da ist das einmal mehr auch genau das Thema, wenn man sich die letzten Tage anschaut. Die Mainstream-Medien mit schockierten Gesichtern, pfah, in den Niederlanden, in Argentinien hat schon wieder kein Linker gewonnen. Der Herr Wilders wird mit allen rechtsextremen Attributen versehen, Wahnsinn, also der ist ausländerfeindlich und gegen die EU und so. Wir erleben das auch ständig mit dem Herrn Orban. Hatte die große Freude, ich war eingeladen diese Woche anlässlich 90 Jahre Weltwoche in Zürich zu der sogenannten Zürcher Rede des Viktor Orban. Sensationell. Aber man glaubt dort, das ist nicht der Orban, den man aus dem ORF und aus unseren Medien kennt. Weil der sagt ganz andere Sachen. Das ist nicht der Diktator, der hat einen Schmäh, der ist lustig und der steht einfach zu seinen Werten. Und damit, um Gottes Willen, bis ganz schnell. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, nicht, also diese Wahlen, furchtbar, also es wird die EU nicht mehr lang stehen, wenn Niederlande, im ORF hat es gleich geheißen, ja, also ist ja generell ein Rechtsruck in immer mehr Ländern. Und dann gleichzeitig kriegt man mit, in Deutschland hat die sensationelle, erfolgreiche Ampelregierung massiv gemogelt. Sie haben Steuergelder falsch gewidmet und falsch verwendet. Also 60 Milliarden Euro, die eigentlich für Corona-Hilfen gedacht waren, haben wir für die Energiewende umgewidmet. Und aus der Notstandshilfe nur mal 200 Milliarden Euro, also 260 Milliarden Euro hat die deutsche Ampelregierung verfassungswidrig und gegen die Budgetgesetze verwendet. Jetzt hat das Verfassungsgericht gesagt, sorry, Budgetstopp, Sperre. Jetzt können Sie mal kein Budget für nächstes Jahr beschließen. Und so wie es ausschaut, wird die Schuldenbremse für 2023 geopfert. Und das wird neben dem ganzen anderen Wahnsinn die deutsche Bevölkerung und die deutschen Unternehmen massiv treffen. Und neben den unglaublich aufgeblasenen Nachrichten über Herrn Wilders und Herrn Milley und Herrn Bilnacek, dass Deutschland gerade massiv gegen die Wand gefahren wird, ist in ORF und Co. eigentlich ein Randthema, bestenfalls. Und dann ist es mit dem Journalismus nicht mehr weit her. Vielen Dank, Herr Dr. Wegscheider. Haben die Kollegen Fragen zum Medienbetrieb? Lieber Ferri, du weißt, wie sehr ich dich schätze. Darum hätte ich auch gerne deine Einschätzung in der Richtung. Wie ist es möglich, dass man nicht zuletzt auch durch die mediale Mitwirkung den Eindruck hat, dass man mit dem Wertekompass, mit dem man aufgewachsen ist und der vielleicht ja so falsch nicht war, ich meine, natürlich muss es Fortschritte geben, aber dass man immer den Eindruck vermittelt bekommt, man wird selbst durch die Einschätzung, die man eben hat, die man mit sehr, sehr vielen Leuten teilt, zu einer Randgruppe und die Randgruppen bekommen eine unglaubliche Bühne und wenn man das nicht akzeptiert, gilt man selber als intolerant. Die Randgruppen selber zeigen aber gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung keine Toleranz. Und das wird sehr stark medial auch kommuniziert. Natürlich spielen da viele Themen hinein, aber für mich stellt sich die Frage, was ist der Grund, dass die Medien hier, wenn ich die Medien sage, dann meine ich die Systemmedien, ja, hier so mitspielen? Ist das
die Tatsache, dass sie aus diesem Eck gesponsert werden? Ist es, dass dort links, grün, woke Leute an den entscheidenden Hebeln sitzen? Ist es so, dass sie Mitleid mit diesen Gruppen haben und die versuchen eher ein bisschen, halt vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen überhaupt nur zu unterstützen? Was geht da ab? Ich denke, es ist eine Kombination aus mehreren unglücklichen Komponenten. Zum einen ist unser Mediensystem, um es einmal so zu nennen, ist unsere Medienlandschaft eigentlich frei nicht mehr überlebensfähig. Die wird künstlich hochgehalten und auch künstlich verzerrt. Die Öffentlich-Rechtlichen wären ohne die Kombination aus massiv Werbung und Gebühren und Gott sei Dank ab in wenigen Wochen dann Zwangshaushaltsabgabe hochgepusht. Ein Großteil der Printmedien wäre ohne Presseförderung nicht mehr überlebensfähig, wird es wahrscheinlich trotz Presseförderung in der nächsten Zeit einige Opfer geben. Dann gibt es diese globalen Verflechtungen und Unterstützungen, nicht, wenn man sich heute anschaut, jetzt begebe ich mich schon ganz bewusst aufs Terrain der Verschwörungstheoretiker, wie ein Bill Gates, dieser Menschenfreund, in den vergangenen Jahren viele Millionen, auch in Europa, in ganz bekannte Medien hineingesteckt hat. Selbst beim Spiegel etc. Ja. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und wenn man dann, weil es mich halt so interessiert hat, vergleicht, welche Berichte zum Beispiel noch vor 5, 6, 7 Jahren auch in österreichischen Medien, im Standard etc. über den Herrn Gates geschrieben wurden, durchaus kritische Berichte, und die sind völlig verschwunden und verstummt. Und jetzt ist es umgekehrt, wenn jetzt einer sagt, hey, habt ihr mal geschaut, was hat denn der Herr Gates vor? Ah, du bist auch Verschwörungstheoretiker. Und zu all dem kommt dazu, was ich zuerst gesagt habe, diese Gehirnwäsche, diese links-grün-woke-Gehirnwäsche durch das Bildungssystem, durch die Unis, dass da dann lauter Leute sitzen. Also wie gesagt, bei uns bemüht sich der Chefredakteur, dass er den jungen Kollegen die Welt erklärt, die ein bisschen anders ausschaut, als sie es auf der Uni gehört haben. Aber in vielen Redaktionen passiert das eben nicht so, sondern da klopfen sie sich gegenseitig auf die Schulter, wer der Wokere ist, wer der politisch Korrektere ist. Und diese Kombination daraus ergibt dann das, nicht? Dass man eben heute, ich habe das am eigenen Leib verspürt, als ich 2015 in meinen Kommentaren gesagt habe, dass die Migrationspolitik der damaligen Bundesregierung, vielleicht können Sie sich erinnern, da war dieser Werner Faymann, der sich das Wort Grenzzaun nicht auszusprechen getraut hat, sondern von einem Türl mit Seitenteilen gesprochen hat. Nicht? Also mein Rezept ist, es geht eh nur mit Humor, das zu überleben, aber natürlich ist es in Wahrheit ein ernster Hintergrund. Nicht? Und seither bin ich rechts außen bei 95% der österreichischen Medien. Nach einigen Jahren habe ich mich einmal erweichen lassen mit dem österreichischen Journalisten. Die Zeitung heißt mittlerweile Österreichische Journalistin, wenn man mal. Ne? Ein Interview zu machen, und allen Ernstes ist im Hangar 7 in Salzburg, und die erste Frage von dem Kollegen war: Herr Wegscheider, sind Sie ein Nazi? Ja, vielen Dank für den wertvollen Beitrag zum Thema Medien. Auch hier gibt es noch viel zu erfahren, viel zu diskutieren. Wir schreiten voran zum Themengebiet Wirtschaft. Das Wort hat gleich unser Herr Dr. Krall.
Und die Frage ist, Herr Doktor, Sie kennen die internationale Finanzwelt in- und auswendig und Sie kennen viele tatsächliche Pläne und Vorgänge, die jetzt gerade passieren. Sie kennen aber sicher auch einige Gerüchte im Hintergrund. Wie verhält es sich nun mit diesem digitalen Zentralbankgeld? Kommt das wirklich auf uns zu? Wie muss man sich das vorstellen und wird man damit zwangsweise zum gläsernen Bürger? Gibt es für uns einen Ausweg, dieses Geld nicht zu nutzen? Wie realistisch ist es, dass man den drohenden totalen Finanzcrash mit diesem digitalen Zaubergeld aufhält? Und wie groß muss man sich den Anteil der Nationen dieser Welt vorstellen, die bei diesem digitalen Zentralbankgeld mitspielen werden? Ja, viele Fragen verpackt in eine. Dieses digitale Zentralbankgeld, meine Damen und Herren, ist natürlich was, was die Zentralbanken ernsthaft einführen möchten. Das ist sowas wie monetäre Pornografie. Ja? Das ist also, die bekommen feuchte Augen, wenn die daran denken. Und der Grund ist relativ simpel. Es ist eine Einbildung von Kontrolle, die Sie damit verbinden können. Es ist nicht tatsächlich so, dass Sie Kontrolle über unser Leben erlangen könnten damit. Ich werde Ihnen gleich die ökonomischen Mechanismen darlegen, warum das nicht geht. Aber Sie bilden sich wenigstens ein. Sie können wahrscheinlich immerhin Zeit kaufen, vielleicht ein paar Wochen oder ein Quartal oder so. Mehr wird auch nicht damit drin sein. Was ist das erste Ziel dieses digitalen Zentralbankgelds? Ist ein makroökonomisches Ziel, nämlich uns daran zu hindern, Geld nach Belieben auszugeben, wenn es zu einer Krise kommt. Sie erinnern sich vielleicht an die Griechenland-Krise. Da war mal so, dass die Griechen nicht mehr als, ich glaube, 30 oder 60 Euro am Tag an den Geldautomaten abheben konnten. Das heißt, man hat die Konten eingefroren, man hat sie daran gehindert, mehr Geld als X abzuheben, auszugeben oder gar aus dem Land zu schaffen. Weil die Banken natürlich durch die Griechenland-Krise selbst nicht mehr liquide waren und auch gar nicht mehr in der Lage waren, die Bevölkerung mit Geld zu versorgen. Und ähnlich ist es hier auch. Und zwar dann, wenn die Inflation anfangen wird zu galoppieren, dann erhofft sich die Zentralbank von einer solchen Ausgabenkontrolle, uns daran hindern zu können, aus dem Geld zu fliehen. Denn man erinnert sich an 1923, da gab es in Deutschland die Hyperinflation. Wie hat die funktioniert? Ganz einfach. Die hat an einem bestimmten Punkt solche Ausmaße angenommen, dass die Leute das Geld, was sie verdient haben, sich täglich haben auszahlen lassen. Dann gingen die Männer ans Werkstor, haben ihren Frauen das Geld übergeben und die sind dann sofort zum Bäcker, zum Metzger und sonst wohin gegangen und haben alles ausgegeben, bis zum letzten Pfennig. Und zwar, weil sie wussten, dass sie am nächsten Tag nichts mehr dafür kriegen. Dieses Ausgabenverhalten hat natürlich die Preise noch weiter nach oben getrieben und damit war ein sich selbst verstärkender Circulus Viciosus quasi in Gang gebracht worden, ein Teufelskreis. Und wenn Sie sich den November 1923 anschauen, da hatten wir am 1. November hatten Laib Brot gekostet im Deutschen Reich 3 Milliarden Mark. Ja, am 1. Dezember hat der gleiche Laib Brot schon 240 Milliarden Mark gekostet. Das heißt, der Preis hat sich in dem einen Monat ver-80-facht. Wenn Sie das in eine jährliche Inflationsrate umrechnen, müssen Sie 80 12-mal mit sich selbst multiplizieren, weil 12 Monate hat es ja. Und da kommen Sie auf 2400 Quadrillionen Prozent Inflation. So, das ist der Mechanismus, wenn Sie aus dem Geld flüchten. Also davon möchte man uns abhalten, indem man sagt, ihr kriegt euer Gehalt und dann dürft ihr 30 Tage lang jeden Monat nur ein 1/30 davon ausgeben. So stellt man sich das natürlich eine ziemlich naive Vorstellung, weil natürlich das Geld nicht daran hindern wird, weiter im Wert zu verfallen, solange man es druckt. Und drucken ist ja etwas, was der Zentralbank ja nur wirklich im Blut liegt. Und das Zweite ist natürlich, dass man die totale Transparenz über uns haben möchte. Jetzt mal abgesehen von dieser inflationären Krise, die man glaubt, damit managen zu können, das war, wie gesagt, ein Irrtum ist, man glaubt, uns kontrollieren zu können. Und zwar in dem Moment, wo man dieses Zentralbankgeld kombiniert mit einer Abschaffung des Bargeldes, kann man jede Ausgabe von der Wiege bis zur Bahre transparent machen. Dieses Zentralbankgeld müssen Sie sich dann so vorstellen, das ist wie eine Banknote, an der hängt eine riesige Klatte dran und da steht auf der Klatte, wann jeder Cent von A nach B den Besitzer gewechselt hat, wann das war, was damit gekauft wurde und so, dass der gesamte Lebenslauf eines Cent von seiner Genese bis zum heutigen Tag nachgelesen werden kann und damit natürlich auch unser Ausgabenverhalten. Wenn Sie mit 4 das erste Taschengeld bekommen und sich dann da irgendwie Gummibärchen davon kaufen, die Zentralbank weiß es. Wenn Sie mit 10 sich irgendein Spielzeug kaufen, die Zentralbank weiß es. Wenn Sie sich mit 17 als junger Mann den ersten Playboy kaufen,
kaufen, die Zentralbank weiß es. Wenn Sie mit 90 in die Grube fahren, welchen Sarg Sie gekauft bekommen, die Zentralbank weiß es. Also diese totale Gläsern machen all unsere Bedürfnisse. Damit bildet man sich ein, so etwas wie eine totale Nutzenfunktion ermitteln zu können, damit man unser Leben kontrollieren und uns besser sagen kann, was gut für uns ist, als wir selber könnten. Auch eine Einbildung, weil es werden die Zentralplaner eben nie können. Es ist eine Anmaßung des Wissens. Und ich glaube, dass dieses Zentralbankgeld nie kommen wird. Und zwar vertraue ich da auf die Inkompetenz unserer Zentralbanker. Weil die basteln zwar ganz eifrig dran, die geben auch viel Geld bei großen IT-Firmen dafür aus, aber so wie es aussieht, wird der Tag des großen Schwurs, ob diese Währung überhaupt noch Bestand hat, sein, bevor die überhaupt dran denken können, das einzuführen. Also die sind im Wettlauf mit der Zeit. Ich glaube, ich hoffe aber auch, dass sie ihn verlieren, diesen Wettlauf mit der Zeit. Und ich glaube, dass dieses ganze Sozialingenieurswesen, das sich ausdrückt in einem solchen Projekt, nämlich diese Anmaßung des Wissens, dass das die fundamentale Kopfkrankheit ist, die in unserer gesamten Politik drinsteckt. Was wir nämlich davor finden in unserer politischen Klasse, ist die Anmaßung des Wissens, so wie die großen libertären Denker von Mises und von Hayek und andere sie formuliert haben. Die Anmaßung des Wissens, die kennen Sie auch noch unter einem anderen Namen, das ist die Arroganz der Macht. Ja, diese Leute glauben besser zu wissen, was für uns gut ist, als wir selbst. Ja? Und sie glauben, sie könnten unser ganzes Leben durchplanen. Sie glauben, sie wären schlauer, die paar Nasen, die da vorne sitzen, als die Millionen Menschen da draußen, die im freien Markt untereinander tauschen und damit diese riesige Koordinationsleistung vollbringen, die nun mal die Marktwirtschaft auszeichnet. Und diese Arroganz der Macht, die ist umso größer bei diesen Leuten, je geringer der tatsächliche Wissensstand und die tatsächliche Bildung und das Können dieser Leute ist. Also umso dümmer der Politiker, umso anmaßender in seinem Wissen ist er. Ja? Wir beschweren uns natürlich allenthalben, dass wir von der Negativauswahl, also von der Auswahl der Schlechtesten regiert werden. Und das ist auch leider wahr, das ist so. Nur am Rande sei jetzt bemerkt, dass es eigentlich mal sich jeder mal fragen sollte, wenn die nächste Steuererhöhung um die Ecke kommt, ja, wenn Sie wissen, dass wir eine Negativauswahl haben, das heißt, dass die besonders Dummen in die Politik streben, weil sie eben da nichts können müssen, um fünfmal so viel wie der Durchschnittsbürger zu verdienen. Ja, das ist ein ökonomischer Mechanismus, der das treibt. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, wie ändern wir diesen ökonomischen Mechanismus, der die Unfähigsten und Ungebildetsten in die Politik zieht und die Gebildeten draußen hält. Wir müssen die Anreizstrukturen ändern. Aber wenn wir das wissen, dass die Ungebildeten und die Schlechtesten in die Politik gehen, dann ist es eigentlich eine sehr einfache Frage, wenn Ihnen das nächste Mal jemand sagt, wir brauchen diesen Staat und wir brauchen diesen Staat in dem Umfang, in dem wir ihn haben. Ich frage Sie mal, so, warum soll es eine gute Idee sein, dem Bürger, der ja offensichtlich im Durchschnitt intelligenter ist, als der Politiker im Durchschnitt ist, sonst wäre es ja keine Negativauswahl, dem Bürger, der also intelligenter ist als der Politiker, das Geld wegzunehmen, es dem weniger intelligenten Politiker zu geben und dann zu erwarten, dass der weniger intelligente Politiker was Intelligenteres damit tut, als der Bürger damit getan hätte. Und wenn Sie sich die Konsequenz dieses Satzes mal wirklich, wirklich verinnerlicht haben sollten, oder wahrscheinlich haben es die meisten von Ihnen schon getan, deswegen sind Sie ja hier, dann wird Ihnen klar, dass diese 50% Staatsquote, die man uns in Europa abverlangt, falsch sind. Auch 30 wären zu viel, auch 20 wären zu viel. 10 reichen aus, meine Damen und Herren, für die Aufgaben des Staates. Ja, das brauchen wir alles nicht, was die uns da antun. Und wenn Sie sich mal vorstellen, was diese Negativauswahl so hervorbringt. Also ich habe natürlich am liebsten die deutschen Beispiele, weil ich habe ja den 188 Strafgesetzbuch in Deutschland. Für die, die ihn nicht kennen, das ist Politikerbeleidigung. Ja, den hat man neu eingeführt vor einiger Zeit in Deutschland. Also wenn Sie einen Politiker beleidigen, ja, dann werden Sie härter bestraft, als wenn Sie Ihren Nachbarn beleidigen. Das ist der neue Majestätsbeleidigungsparagraf, den wir in Deutschland haben. Und der provoziert mich so sehr, dass ich immer hart am Wind segel, wenn ich an den denke. Ja? Und
Und jetzt stellen Sie sich mal so die Liga unserer Bundesregierung vor, so von oben herunter. Ja? Und ich bin sicher, dass Ihnen Parallelen zu Ihrer eigenen Bundesregierung einfallen werden. Ja? Fangen wir an mit unserem Bundeskanzler Scholz. Ja? Der Mann, der sich von Biden vor allen Dingen dadurch unterscheidet, dass Biden sich tatsächlich nicht erinnern kann. Ja? Über das kognitive Kriegsführung oder so, ja? Dann die beiden Vizekanzler, ja? Also Herr Lindner, wie soll ich sagen, konkurriert bei der Stabilität des Rückgrates mit einer gepellten Weißwurst, ja? Und Herr Habeck, unser Umwelt- und Klimaminister, also wir haben ein Klimaministerium in Deutschland. Warum haben wir eigentlich keins für schwarze Löcher? Ja? Warum haben wir das nicht? Ja? Und Herr Habeck ist also ein besonders begabter Mensch. Er wehrt sich ja dagegen, als Kinderbuchautor bezeichnet zu werden. Da hat er recht, er war nämlich nur Kinderbuch-Co-Autor. Ja? Oder nehmen Sie zum Beispiel Frau Lang. Frau Lang hat sich jetzt rhetorische Anleihen bei Herrn Mielke genommen. Herr Mielke hat ja auf einer der letzten Volkskammersitzungen in der DDR gesagt, Herr Mielke, nur zur Erinnerung, das war der Chef der Stasi. Ich liebe doch alle Menschen, hat er gesagt. Ja, und Frau Lang hat uns gestern erklärt, vor laufender Kamera, dass die Politik der Grünen sich an der Liebe gegen die Menschen orientiere. Ja, also sie liebt uns auch alle. Aber wenn ich überhaupt nicht von Frau Lang geliebt werden will, meine Damen und Herren, ja, wenn ich noch nicht mal die Vorstellung mir antun möchte, ja, dann haben wir Frau Baerbock. Frau Baerbock, die, wenn ich morgens den Computer aufmache und auf die Mainstream-News gehe, dann bin ich schon froh, wenn sie keinem gerade den Krieg erklärt hat in den letzten 24 Stunden. Ja? Wenn sie niemanden zum Diktator ernannt und niemandem 200 Tonnen Kerosin auf den Kopf gepullert hat. Ja? Neulich unser Kanzler, also der sich von beiden so fundamental unterscheidet, der hat sich also neulich in Israel bei Luftalarm unter die Tragfläche seines vollgetankten Regierungsflugzeugs gelegt. Kann mir das mal einer erklären? Ja? Ich meine, das ist spektakulär. Das ist spektakulär, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die Satire dieser Leute, die übertrifft jeden Witz, den ich mir ausdenken könnte oder irgendjemand anderes. Ja? Ich habe dann, als ich das Foto gesehen habe, habe ich getwittert, liebe Frau Baerbock, bitte die nächsten 200 Tonnen Kerosin erst ablassen, wenn sich der Kanzler das nächste Mal unter die Tragfläche legt. Ja? Da habe ich dann eine Antwort bekommen von irgendeinem linken Troll, ob das ein Aufruf zum Mord sei. Ich sage, nein, zum Duschen. Ja? So, und diese politische Klasse, die macht jetzt Wirtschaftspolitik in Deutschland. Heizungsgesetz, Energiegesetz, CO2-Abgabe, Elektrifizierung. Ja, die elektrifizieren das ganze Land und schalten dabei die Kraftwerke ab. Das muss man, auch das, ja. Also das ganze Land soll elektrifiziert werden. Die Heizungen sollen elektrisch gehen, die Autos sollen elektrisch gehen, alles soll elektrisch gehen. Nur der Bundesregierung geht kein Licht auf, ja. Und dann werden also, wir steigen aus allem aus. Wir steigen aus der Atomenergie aus der Kohle steigen wir aus der Braunkohle steigen wir aus dem russischen Gas steigen wir sowieso aus, weil die Russen sind ja böse, sind ja unser Lieblingssündenbock. Und um das Ganze, diese ganze Inkompetenz aufrechtzuerhalten, in ihrer ganzen Arroganz und Anmaßung des Wissens, und das ist nicht lustig, meine Damen und Herren, erfindet man diese ganzen Lügennarrative, für die man dann die kognitive Kriegsführung braucht. Und es gibt praktisch kein wesentliches Feld mehr in unserer Politik, bei dem nicht die Lüge das Narrativ bestimmt. Also ich habe mal so eine Liste gemacht. Das fängt an beim Geld. Also unser Geldsystem ist eine Matrix, die uns berauben soll. Dass es zu unseren Gunsten gebaut wäre, ist schon mal die erste große Lüge. Aber sagen Sie da nichts dagegen, ja? Sonst sind Sie Antisemit. Ist mir passiert. Also ich bin zum Antisemiten erklärt worden von einem, der Meinung war, die EZB zu kritisieren gehe nicht, weil damit würde man sich in die Tradition der Kritiker des Finanzjudentums stellen. Auf die Logik müssen es mal kommen. Ja? Also das Geld ist eine Riesenlügennarrativ. Das Klima ein Lügennarrativ ist, haben wir heute schon uns erläutern lassen, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Corona war ein riesiges Lügennarrativ. Ja? Von Anfang an, ja? Dass das also
dass das auf dem, dass irgendwie ein Chinese eine Fledermaus auf dem Wettmarkt kauft und damit diese Seuche auslöst. Das war von wo die Fauci finanzierte Gensuppenlabor gerade um die Ecke war. Das war von Anfang an irgendwie so ein bisschen kitzlig. Ja, dann das ganze Migrationsthema, alles zum Thema Wirtschaft, auch die Geopolitik. Also gerade das Thema Geopolitik und Kriegswirtschaft ist eines. Es sind nur noch Lügennarrative, und weil es eben Lügennarrative sind, gilt für die der Satz von Thomas Jefferson. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit kann von alleine aufrecht stehen. Es gibt aber einen gemeinsamen Katalysator, der alle diese Lügennarrative kreuz und quer am Leben erhält. Und das ist das liebe Geld. Ohne diese riesige Verfügbarkeit von Geld könnte das ja alles nicht bezahlt werden. Von öffentlich-rechtlichem Schundfunk über sonst was. Also all das wäre gar nicht finanzierbar ohne dieses Geldsystem. Das Geldsystem, das nur dazu konstruiert ist, uns zu berauben über das Drucken von Geld und damit das Ausschleusen von Kaufkraft aus unseren Portemonnaies, ohne dass man die Scheine draus entfernen muss im Wege von Besteuerung. Ja? Dieses Geldsystem ist der Kernpunkt der Lüge, weil es eine Matrix aufspannt. Sie alle kennen vielleicht den Film Matrix, bei dem den Menschen was vorgegaukelt wird. Eine Welt, in der sie sich nicht wirklich befinden. Die Drähte sind ihnen in den Kopf gelassen und sie denken, sie würden in einer Welt leben, die gar nicht mehr existiert. So ähnlich ist es mit unserem Geldsystem. Dieses Geldsystem, der Euro und auch vor ihm der Dollar, ist eine Matrix. Die soll uns vorgaukeln, dass wir unsere Entscheidungen rational ökonomisch treffen könnten. Nämlich indem uns gesagt wird, 50 Euro heute sind auch noch 50 Euro morgen. Die meisten Menschen glauben das intuitiv, obwohl es gelogen ist. Wenn Sie bedenken, dass zum Beispiel der Dollar in den 50 Jahren seit seiner Entkopplung vom Gold 95% seiner Kaufkraft verloren hat und Sie heute 20 Dollar brauchen, um das zu kaufen, was Sie damals für einen Dollar bekommen haben, dann sehen Sie, dass dieser Satz einfach nicht wahr ist. Und wenn das so ist, dann müssen Sie sich das vorstellen, ist es ungefähr so, als wenn Sie ein Handwerker wären und im Jahr 1970 gehen Sie in einen Raum und messen den aus und der misst 5x5 Meter. Ihr Maßstab, ein Meter ist so lang. Und 50 Jahre später gehen Sie wieder in den Raum und Ihr Metermaß ist auf 5 Zentimeter geschrumpft. Und jetzt messen Sie den Raum wieder aus und jetzt kommt natürlich nicht überraschend raus, dass der nicht 5x5 reinpasst, sondern dass das also 20x5, das heißt 100, 100 Mal passt dieser Meter hintereinander an der einen Wand und 100 Mal an der anderen Wand, 100 mal 100. Jetzt haben wir plötzlich aus 25 Quadratmetern 10.000 Quadratmeter gemacht. Ja, so rechnet man uns die Welt vor. So eine Geldillusion wird uns gegeben, damit wir uns einbilden, unser Wohlstand würde ansteigen im Laufe der Zeit und all unsere Arbeit würde Früchte tragen. Alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, orientieren wir daran, was wir arbeiten, was wir lernen, wie viel wir arbeiten, ob wir heiraten, ob wir Kinder kriegen, ob wir ein Haus kaufen, ob wir zur Miete leben, was wir in die Ausbildung der Kinder investieren, alles. Jede Entscheidung, jede wesentliche Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben treffen, selbst der Kauf einer Tüte Gummibärchen ist eine ökonomische Entscheidung, die auf dieser kleinen Grundannahme, die falsch ist, basiert. Und das soll Ihnen auch so gegeben sein. Man will, dass Sie falsch entscheiden. Und zwar deswegen, weil andere einen Vorteil davon haben. Sie werden korrupt bestohlen mit dem ganzen System. Es hat keinen anderen Zweck. Alles, was Sie gesehen haben an Lügennarrativen, Corona, Krieg, Wirtschaft, Klima, all das ist, diese ganzen Lügennarrative sind nur damit möglich, dass man sie auf die Weise beraubt. Und was jetzt passiert ist, dass dieses System an sein Ende kommt. Dieses System kommt deswegen an sein Ende, weil es jetzt auf eine sehr interessante Weise zu einer sehr hochexplosiven Mischung kommt. Nämlich einerseits ist dieses Geldsystem ausgehöhlt, weil wir die Geldmenge so vervielfacht haben innerhalb von wenigen Jahren, dass die Geldmenge relativ zur Produktmenge und zur Gütermenge enorm angewachsen ist. Das heißt, das Geld hat nicht mehr die Kaufkraft. Auch wenn jetzt die Inflation derzeit nachlässt und demnächst in eine Deflation umkippen wird, das können Sie davon ausgehen, weil die ganzen Blasen platzen, werden Sie als nächstes die große Rettungsorgie wieder erleben, die die Inflation wieder auf Trab bringt. Und dieses kombinieren Sie jetzt mit einer sagenhaft inkompetenten politischen Klasse. So, das ist das Rezept fürs Desaster. Ja, das ist das Rezept fürs Desaster. Aber meine Damen und Herren, verzagen Sie nicht. In der Bibel steht, fürchtet euch nicht. Die Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Ich weiß nicht, wie das in Österreich läuft, aber ich kann Ihnen sagen, in Deutschland gibt es 3 Arten für die Leute zu lernen. Und ich sage Ihnen auch, welche die am liebsten mögen, aber erst am Schluss. Die eine Art ist, man lässt sich von jemandem erklären, der es schon mal gesehen hat. Ja? Das ist bei Inflation schwierig, weil die letzte war 1948, da sind nicht mehr so viele da. Aber das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, Sie lesen ein Buch von jemandem, der es schon mal gesehen hat. Das ist einerseits über die Zeit gut transportabel und hat einen großen Multiplikatoreffekt. Und die dritte Variante zu lernen ist, selbst gegen den Elektrozaun zu pinkeln. Und das ist die deutsche bevorzugte Methode, der Schmerz. Ja? Und ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich fürchte, das ist eine länderübergreifende Krankheit. Ja? Und deswegen ist diese Krise entscheidend wichtig für unser künftiges Wohlergehen. Nur der Schmerz bringt den Lerneffekt, der die Leute schlussendlich aufweckt. Deswegen ist dieser Schmerz notwendig für die Katharsis, ein wunderschönes griechisches Wort. Und diese Katharsis, die wird zu einem Lerneffekt führen. Die wird dazu führen, dass die Menschen die Tugenden wiederentdecken, die man braucht, um Wohlstand zu schaffen. Und da ist nichts mit, diesmal Teilzeit, ja. Das ist dann vorbei, ja. Ja, dieses, wissen Sie, was das, also kommt gleich nach Nachhaltigkeit, ist für mich das Unwort des Jahrzehnts, Work-Life-Balance, ja. Kommt gleich nach Nachhaltigkeit. Lieber Herr Dr. Krall, wir müssen zum Schluss kommen. Ich bin am Schluss. Das ist ja perfekt. Weil die Kollegen wahrscheinlich noch die eine oder andere Frage an Sie haben. Also, das System muss an die Wand fahren. Leider, leider. Ich sehe auch keine andere Option. Ich weiß aber, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich auf die Zeit danach vorbereiten. Im Vorfeld sehen Sie noch irgendeine Chance der Umkehr? Also vor 7, 8 Jahren war es noch machbar, also rein mathematisch gesprochen. Aber jetzt sind wir hinter dem Ereignishorizont des schwarzen Lochs. Ja, ich habe mir neulich ein Buch über schwarze Löcher gekauft, damit ich die deutsche Wirtschaft endlich verstehe. Und das Interessante am Ereignishorizont ist, Sie haben in der Mitte dieses Schwerkraftloch, dass die Materie ist zusammengepresst, diese Schwerkraft ist so stark, dass auch das Licht ihr nicht mehr entkommen kann, wenn es ihr zu nahe kommt. Und diese Nähe, diese Kugel um das schwarze Loch, aus der das Licht nicht mehr entkommen kann, ist der Ereignishorizont. Und so ähnlich ist es hier auch. Es gibt kein mathematisches Entkommen aus dieser Falle. Wir müssen jetzt da durch. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist auch keine einmalige Erfahrung in der Weltgeschichte. Das Alte muss absterben, damit das Neue entstehen kann. Und natürlich ist es auch eine Philosophie, die von den Great Reset-Jüngern vertreten wird, nur anders. Die denken, sie könnten planerisch dann unser Leben gestalten. Während meine Hypothese ist, wenn das so richtig an die Wand knallt, dann werden die Leute wieder erfinderisch, sie werden wieder fleißig, sie werden ihr Leben in die Hand nehmen und sie werden gelernt haben, dass der Staat ihnen nicht aus der Kalamität hilft, sondern sie da reinführt. Und wenn wir genug Menschen gewinnen, die bis zu Beginn dieser Krise zu der Überzeugung sind, dass sie ihr Leben wieder selber in die Hand nehmen wollen, dann werden wir gewinnen. Und wir werden es schnell schaffen, meine Damen und Herren. Und dafür gibt es auch ein historisches Beispiel. 1948. Deutschland lag komplett in Trümmern. Die Währung war total zerstört. Man hat mit Zigaretten und Alkohol bezahlt. Ja, es gab also Schwarzmärkte, Preiskontrollen überall, die totale Planwirtschaft. Es war an die Wand gefahren und zwar mit einer Gründlichkeit, die spektakulär war. Und jeder hat nur danach gerufen, mehr Preiskontrollen, mehr staatliche Intervention und noch was zu machen. Ja, und als Ludwig Erhard gesagt hat, wir müssen die Preiskontrollen abschaffen, hat man ihn beschimpft als Totengräber Deutschlands. So, dann hat er ja mit den Amerikanern heimlich die Währungsreform vorbereitet. Aber was die Amerikaner nicht wussten, ist, dass er auch ein Dekret vorbereitet hatte, das die Amerikaner nicht unterschrieben haben, aber er hat es unterschrieben, obwohl die Amerikaner es hätten unterschreiben müssen, aber das hat am Schluss keiner mehr gemerkt, mit dem die Preiskontrollen aufgehoben worden sind. Und als die Amerikaner es dann spitz gekriegt haben, mussten sie gute Miene zum bösen Spiel machen, weil er sie vorgeführt hatte. Die Preiskontrollen wurden am gleichen Tag aufgehoben wie die Einführung der D-Mark als neue Währung in Deutschland. Und das Ergebnis war, dass am Tag 1 dieser Geschichte die Schaufenster wieder voll waren und ab da die Wirtschaft gewachsen ist mit Wachstumsraten zwischen 10% und 15% über 10 Jahre. Und das werden wir diesmal auch schaffen. Wir werden das schaffen, meine Damen und Herren. Wir müssen nur die richtigen Entscheidungen treffen. Und die richtige Entscheidung ist, die Verantwortung zurück in die Hände der Bürger zu legen und die Politiker so weit von unserem Geld zu entfernen, wie wir das nur irgendwie können.
Ich glaube, dass es historische Momente gibt. Zum Beispiel ein historischer Moment war die Trennung von Kirche und Staat. Ja, ich glaube, dass es jetzt Zeit ist für die Trennung von Geld und Staat. Ja, insbesondere die Trennung von Geld und Politik. Am liebsten die Trennung von meinem Geld von der Politik. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Eine kurze Frage noch. Eine kurze Frage. Sie haben davon gesprochen, im Zusammenhang mit digitalem Geld, dass da Leute glauben zu wissen, was uns gut tut. In der Beurteilung in meiner Branche geht es mir auch so und ist es mir speziell auch in der Corona-Krise war es für mich schwierig zu unterscheiden, weil ich den Eindruck hatte, ja, es gibt einen Teil von Journalisten, auch von Politikern, die haben es einfach nicht Kraft. Die machen es, weil sie es nicht checken. Aber es gibt ja auch, sei es bei Corona oder sei es bei der digitalen Währung, wohl auch andere Leute, die es sehr wohl checken, die im Hintergrund ja ganz andere Ziele haben. Denen geht es ja nicht darum, was gut für uns ist, sondern was gut für sie ist. Das ist richtig. Und zwar glaube ich, dass das keine Verschwörung ist, sondern ein politisches Programm. Und dieses Programm ist schon sehr alt. Das nennt sich Sozialismus. Und zwar kann ich da eine Buchempfehlung aussprechen. Igor Schafarewitsch, Der Todestrieb in der Geschichte. Eins der wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts, wenn nicht sogar das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts in meinen Augen. Todestrieb in der Geschichte, müssen Sie lesen. Da zeigt er auf, dass der Sozialismus nach einem bestimmten Muster funktioniert. Der Sozialismus braucht ein Bedrohungsbild, das war früher die Ausbeutung der Arbeiter. Und er braucht ein Zielbild, das war das Arbeiter- und Bauernparadies. Und zwischen diesen beiden baut er ein Spannungsfeld auf und bringt die Menschen dazu, ungeheure Verbrechen zu begehen, um sich von A nach B zu bewegen, obwohl beides Chimären sind. Nachdem das nicht funktioniert hat mit diesem Arbeiter- und Bauernparadies, haben wir ja 1990 gesehen, wie grau der Osten war, hat man sich jetzt ein neues Spannungsfeld ausgedacht, das nach genau dem gleichen sozialistischen Prinzip funktioniert. Und die Menschen, die es vorantreiben, sind wieder die gleiche Art von Sozialingenieure wie die stalinistischen Kommunisten und Sozialisten. Nämlich das Bedrohungsbild ist die Klimakatastrophe und das Zukunftsbild sind die Grünen, ist das grüne Auenland sich im goldenen Sonnenlicht drehender Windräder. Und beides ist eine Chimäre und ein Bild, das niemals mit der Realität in Übereinstimmung zu bringen ist. Aber diese beiden Lügengeschichten brauchen die Sozialingenieure, um ihre Machtbedürfnisse zu befriedigen. Es geht hier um die Macht, und zwar um die ganze. Allerdings darf man sich da keine Illusionen machen. Diese Leute sind zu jedem Verbrechen bereit. Sie sind keine Verschwörer, denn Verschwörer machen ihr Ding heimlich. Das Ding findet in aller Öffentlichkeit statt. Das ist ein politisches Programm und es gibt auch nicht erst seit das Ding sich Sozialismus nennt. Der Ökosozialismus ist quasi das neue Tier, in das der alte Sozialismus reingemorpht ist. Aber davor, vor dem Sozialismus, gab es das auch schon. Da gab es die Jakobiner, davor gab es die Ketzersekten, die im 16. Jahrhundert mal in Münster so eine Schreckensherrschaft errichtet haben. Die kommen immer mit den gleichen sozialingenieursmäßigen Ideen und sie wollen die Gesellschaft gestalten. Aber in Wahrheit wollen sie sie versklaven, mit sich selbst als Elite an der Spitze, die natürlich besser leben muss, weil die muss ja denken für uns. Ja? Das ist also der Anspruch, den die sozialistischen Eliten haben. Auch diese milliardärssozialistische Elite à la Luisa Neubauer etc., die tickt genauso. Ja? Das sind Leute, die glauben, dass sie zu höheren Berufen sind und deswegen so ein Chimärenbild vor sich herschieben. Und dann finden sie Dumme, die drauf reinfallen. Herzlichen Dank. Wir werden jetzt unser Publikum mit einer Pause entlasten. Vorher noch ein kleiner Hinweis von mir, eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Wissensvermittlung, die Nachrichten und viele wichtige Fragen, die unbedingt gestellt werden müssen, ohne die freien Medien nicht möglich sind. Und im Gegensatz zu den Systemmedien, über die wir heute auch schon einiges gehört haben, bei den Systemmedien müssen Sie Zwangsgebühren abliefern und wenn Sie glauben, Sie müssen keine abliefern, wie für die vielen Printzeitungen, die es noch gibt, naja, da sorgt der Staat dafür, dass
Presseförderung ausgeschüttet wird, Corona-Sonderförderung und dergleichen mehr. Im Endeffekt zahlen auch Sie diese Zeitungen, obwohl Sie sie wahrscheinlich gar nicht konsumieren. Ich möchte heute daran erinnern, dass nicht nur ich hier bin als Vertreter eines Alternativmediums, sondern wir haben hier die geschätzten Kollegen von RTV, die diesen Abend aufzeichnen. Und denken wir auch an die vielen anderen Projekte. Ich persönlich lese sehr gern den Blog tkp.at von dem Herrn Peter Mayer. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Und denken wir auch an die Kollegen von Auf 1, die heute leider nicht hier sind. Die meisten von uns haben das Problem, dass wir von einem Monat aufs andere leben. Wir wissen eigentlich nicht, können wir unsere Leute nächstes Monat noch zahlen. Wir sind tatsächlich auf Spenden, auf ihre Hilfe angewiesen. Es nervt uns alle fürchterlich, dass wir da wie Bettler durch die Gegend laufen müssen. Aber mein Grundsatz ist immer, wer es sich leisten kann und im Monat eines dieser Medien mit 10 Euro unterstützt, uns würde es sehr viel bringen. Und so wie Sie hier da sitzen, wenn ich von jedem von Ihnen 10 Euro für eines dieser Medienprojekte haben könnte, pro Monat, wir hätten sehr viel Sorgen weniger. Vielen Dank. Haben wir Krieg in Europa? Eine Frage, die sich viele stellen. Antworten hat der renommierte Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser parat. Er untersucht die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Sein Ziel ist es, alle Menschen zu stärken, die sich achtsam für den Frieden und eine intakte Umwelt engagieren wollen. Alle Infos und Tickets zum Vortrag von Dr. Daniele Ganser finden Sie unter www.menschheitsfamilie.at. Wir bringen etwas mehr als nur Farbe in Ihren Alltag. Wir ermöglichen kreatives Wohngefühl in allen Nuancen. Kompetent, zuverlässig, fair im Preis. Kessmer, der etwas andere Bau- und Malermeisterbetrieb, neu in der Pachergasse 17. Alle Infos unter www.kessmer.at. Der Metzenhof in Gronsdorf mit seinen vielen Freizeitsportmöglichkeiten ist nun um eine Attraktion reicher. Reserviert werden können die Eisstockbahnen im Online-Portal. Ja, auf unserer Homepage www.metzenhof.at findet ihr alle Informationen, wie man sich da registrieren kann. Da gibt es eine Plattform und da findet man dann natürlich alle freien Startzeiten, wo man spielen kann. Und natürlich, unser Wirtshaus ist gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Da kann man Brall essen, Ripperl essen, à la carte essen. Da würden wir euch gern verwöhnen. Dort, wo in der warmen Jahreszeit Golf im Vordergrund steht, hält jetzt der Wintersport Einzug. Ja, ich finde es eine geniale Geschichte, weil wir einfach um eine Attraktion wieder reicher sind da am Metzenhof. Dass wir auch im Winter Möglichkeiten haben für Nicht-Golfer hier, die was da zu uns kommen. Und möglicherweise durch das, dass zu uns kommen, da am Metzenhof, dass sie auch die Übungsanlage sehen und vielleicht dann aus der Eishalle gleich wechseln in unser neues Trainingszentrum und dass dann gleich von den Abschlagboxen dann das Golf spielen lernen. Leihstöcke auch für Kinder stehen ab sofort im Metzenhof zur Verfügung. Süßwasserperlen bis hin zu Meeresperlen. Jetzt neu am Stadtplatz 35 in Steyr bei Ostperlen. Bis 8. Dezember 10% Rabatt auf alle Schmuckstücke. Wer den Menschen um seinen Drang zur Freiheit bringen möchte, muss die Technik beherrschen, Massen über den Hebel Angst in Schach zu halten. Der vom Menschen gemachte politische Klimawandel hat das Ziel, echte Demokratie und damit tatsächliche Freiheit für alle Zukunft unmöglich zu machen. Was tun, um dieser Tyrannei entgegenzutreten? Keyvan Sufi Siavash.
vielen bekannt unter Ken Jebsen, gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Alle Infos zum Vortrag finden Sie unter www.menschheitsfamilie.at. Wir warten schon sehr gespannt auf den Beitrag von unserem Spezialisten für Klima. Ich habe ihn vor kurzem in meinem Studio sitzen gehabt. Da hat er das Thema nur angeteasert. Aber ich kann so viel sagen. Es gibt ein paar große Experimente und die schon seit vielen Jahrzehnten, in denen behauptet wird, dass CO2 in der Atmosphäre uns alle umbringen, kochen, was auch immer wird. Und das Interessante ist, man sollte in einem wissenschaftlichen Betrieb glauben, dass Experimente oder dass eben wissenschaftliche Theorien immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Und das ist nicht so. Kein Mensch hat sich angesehen, ob das, was ein gewisser Holmar von Dittfurt vor 50 Jahren mittlerweile vorgeführt hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Und normalerweise sollte man eben glauben, ein Wissenschaftler macht ein Experiment in Labors in der ganzen Welt, wird es überprüft, die Kollegen schauen, na, stimmt, stimmt nicht, geben Rückmeldung. All das ist nicht passiert. Und darum bin ich jetzt unglaublich gespannt, was uns unser Herr Dr. Steiner berichten wird. Meine Frage ist, Sie haben in Ihren Forschungsprojekten bewiesen, dass wir hinsichtlich der sogenannten Klimakrise, speziell was die Wirksamkeit des Treibhausgases CO2 betrifft, seit Jahrzehnten massiv belogen werden. Wie ist das wirklich mit der Wirksamkeit von CO2 in unserer Atmosphäre, mit der angeblich unmittelbar anstehenden Klimakatastrophe? Wie ist es mit der zwingend erforderlichen Klimaneutralität? Und ich bitte Sie um einen Überblick und Ihre Einschätzung über die aktuelle Energie- und Klimapolitik der EU. Wir werden es Platz tauschen. Dankeschön. So, ich stelle mich daher aus zwei Gründen, wenn ich dort sitze. Der Herr Machl wird es gleich erleben, blendet der Scheinwerfer gerade direkt rein. Zum Zweiten kann ich Sie von da aus viel besser sehen und besser mit Ihnen in Kontakt treten. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den alternativen Medien, auch über das, was wir im unabhängigen wissenschaftlichen Beirat tun, unsere Forschungsergebnisse, unsere Resultate, die wir kommunizieren wollen. Wer kommuniziert das? Das kommuniziert Souverän Media, das Report 24, RTV und auf 1. Und ich hoffe auf Servus TV. Ja, zum CO2 habe ich in meinem Eingangsstatement schon sehr viel gesagt. Aus Zeitgründen würde ich das jetzt ein bisschen reduzieren oder vielleicht nur mal punktuell hier auf den springenden Punkt kommen. Also, dieser Sättigungseffekt, also die Materialeigenschaft des CO2s, nur Infrarotstrahlen im Bereich von 13 bis 16 Mikrometer in diesem sehr, sehr schmalen Frequenzbereich überhaupt absorbieren zu können, was nicht nur wir bestätigen, sondern auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, wie ich heute schon ausgeführt habe, legt dar, dass CO2 kein starkes Treibhausgas ist. CO2 ist ein Treibhausgas, aber durch den Sättigungseffekt ist die weitere Steigerung von CO2 in der Atmosphäre nur mehr mit minimalen Auswirkungen auf eine mögliche Temperaturerhöhung zu sehen. Das stärkste Treibhausgas in unserer Atmosphäre ist Wasserdampf. Wird interessanterweise vollkommen verschwiegen von den meisten Klimakatastrophen, Klimaalarmisten. So, ja, Klimaneutralität. Wir hören ja immer wieder neue Wortschöpfungen. Klimaerwärmung, Klimaerhitzung. Vor kurzem hatte ich
gelesen auf, ich weiß eh, OF.at, Klimarassisten. Ich hatte es nicht gewusst, dass es das gibt, aber jetzt weiß ich das auch, okay. Und jetzt gibt es auch die Klimaneutralität. Und Klimaneutralität aus Sicht der EU oder aus Sicht der EU-Ziele ist eine Null-Emission, das Ziel, das für 2050 avisiert ist von der EU. Aus meiner Sicht ist eine Klimaneutralität was zutiefst Positives. Für mich als Österreicher bedeutet Klimaneutralität, sich neutral dem Klima gegenüber zu verhalten. Denn das Klima wird sowieso tun, was das Klima tun wird. Klima ist ein kompliziertes, sehr komplexes, multifaktorelles System, welches wir nicht verstehen. Zu glauben, einen Faktor, nämlich das CO2, ändern zu wollen, um damit irgendetwas in diesem komplexen System zu verändern, das ist Anmaßung des Wissens. Wir haben heute vom Dr. Krall schon mehrmals diesen Begriff gehört. Ich empfehle Ihnen dazu die Lektüre der Nobelpreisrede von Friedrich August von Hayek, Nobelpreis 1974. Ein wirklich großer Österreicher, seine Nobelpreisrede heißt Anmaßung des Wissens. Und diese Rede von ihm ist heute auch in Bezug auf die Klimathematik aktueller denn je zuvor, auch in diesem Zusammenhang. So, ich soll jetzt noch einen Überblick über die aktuelle Energie- und Klimapolitik in kurzer Zeit darlegen. Und da ist mir was eingefallen dazu. Vorweg vielleicht ganz kurz zu Ihrem Verständnis. Dieses CO2-Katastrophen-Klimanarrativ, das ist EU-weit voll eingetaktet. Es ist auch gesetzlich in den EU-Gesetzgebungen bereits definiert. Es gibt das European Union Climate Law und den dazugehörigen European Union Green Deal zur Umsetzung desselbigen. Was bedeutet das? Konkret bedeutet es, dass die EU die Vorgabe gegeben hat, unsere CO2-Emissionen bis 2030, bitte, das ist sehr bald, um 55% zu reduzieren und bis 2050 auf null zu reduzieren, beziehungsweise auf Netto-Null-Emissionen. Und die Nationalstaaten haben das umzusetzen. Und diese Thematik ist voll eingetaktet. Und ich sehe hier ein vollkommen evidenzfreies Diktat zum radikalen Umbau unserer aller Lebensgrundlagen. Um Ihnen die gegenwärtige Situation jetzt kurz und fokussiert und prägnant auseinanderzusetzen, möchte ich Sie mitnehmen ins Oberösterreichische Landhaus, Sitz der Oberösterreichischen Landesregierung, zu einer Klimawandel-Unterausschusssitzung. Ich wurde vor kurzem geladen von der MFG, dankenswerterweise, zu diesem Unterausschuss. Und die Spielregeln bei dieser Unterausschusssitzung sind die, die Auskunftsperson muss sich die Initiativanträge für dieses Thema anschauen und dann ein 5-Minuten-Statement abgeben und danach den Landtagsabgeordneten zur Verfügung stellen, um Fragen zu beantworten. Und bei diesem Unterausschuss, der 2 Stunden gedauert hat, gab es 14 Klimawandel-Initiativanträge verschiedenster Parteien und auch einen Antrag der MFG zum Thema rechtmäßige Energie- und Klimapolitik. Und ich habe mir halt alle diese 15 Initiativanträge angeschaut und habe mich dann sehr bemüht, auf 5 Minuten
all das fokussiert auf den Punkt zu bringen, damit ich dann auch meine Rede, mein Statement abgeben konnte. So, wie war das dann in diesem Unterausschuss? Ich bin da drinnen gesessen. Der Unterausschuss war auf 2 Stunden anberaumt. Was ich nicht gewusst habe im Vorfeld, Politiker machen keine Überstunden, Politiker machen keine Überminuten und Politiker machen keine Übersekunden. Ich hätte da vielleicht vorher informiert werden sollen. Das heißt, der Unterausschusssitzung wurde pünktlich um 16.30 Uhr 00.00 beendet. Nachdem es ja um so viele Initiativanträge ging, waren auch sehr viele Auskunftspersonen geladen und ich musste mir teilweise all das über mich ergehen, also nicht nur teilweise, ich musste mir voll und ganz das über mich ergehen lassen. So, nichtsdestotrotz bin ich gerade dann noch dran gekommen, bevor eben 16.30 Uhr 00.00 und ich möchte Ihnen das jetzt darbieten und ich möchte Sie einladen, ich möchte Sie also mental einladen in diesen Unterausschuss. Sie sind jetzt die Zuschauer dieses Unterausschusses und ich als Auskunftsperson darf jetzt mein 5-Minuten-Statement bringen. Also, sehr geehrte Damen und Herren, in der Realität, also ich beginne zuerst mit dem Initiativantrag von der MFG, wo es um dieses Thema rechtmäßige Energie- und Klimapolitik geht, denn es gab die Intentionen der österreichischen Bundesregierung, die langfristigen Erdgaslieferverträge mit Russland auszusetzen. Und hier hat die MFG hier einen Initiativantrag gesetzt. So, also sehr geehrte Damen und Herren, in der Realität sehen wir, dass die sogenannten Russland-Sanktionen nur der eigenen Wirtschaft, Industrie und Bevölkerung geschadet haben und weiter schaden. Dass Verträge einzuhalten sind, vor allem von einem kleinen und hoffentlich noch lange neutralen Land, versteht sich sowieso von selbst, sollte man meinen. Sanktionen von russischem Gas sind Inflationstreiber, denn irgendwo muss dieses Gas ja herkommen, das wir real benötigen. Ein vollständiger Ausstieg aus den fossilen Energien und vor allem aus Erdgas ist vielleicht als politisches Narrativ niederschreibbar und politisch opportun verkündbar, aber in der realen Welt technisch nicht umsetzbar. Dies ist nur dann machbar, wenn man Wirtschaft und Industrie an die Wand fährt und die Bevölkerung, so wie in Deutschland, verarmen will. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt den Bogen spannen zu den anderen 14 Klimawandel-Initiativanträgen. Vielleicht kurze Einblendung von mir. Ich habe mir im Vorfeld auch die Energie- und Klimastrategie Oberösterreichs angesehen und jetzt repliziere ich auf diese Strategie. Laut der oberösterreichischen Energie- und Klimastrategie übernimmt das Land Oberösterreich vollständig unkritisch die Vorgaben der EU und des IPCC. Somit wird das Subsidiaritätsprinzip ganz klar verletzt. Die Zukunft Oberösterreichs sollte von den Bürgerinnen und Bürgern des Landes gestaltet werden und nicht von supranationalen Organisationen diktiert werden. Das Narrativ der drohenden CO2-bedingten Klimakatastrophe ist wissenschaftlich nicht haltbar und deshalb sind die geplanten drastischen sogenannten Klimaschutzmaßnahmen auch nicht argumentierbar. Als besonders problematisch stufe ich den erzwungenen baldigen Ausstieg aus leistbaren fossilen Energieträgern ein. Dies wird neben Inflations- und Preiserhöhungen zu kritischen Situationen in der Energieversorgung führen. Im Besonderen spreche ich hier die immer größer werdenden Brownout- und Blackout-Risiken an. Ebenso kritisch sehe ich zwangsweise Elektrifizierung und Digitalisierung vieler Lebensbereiche. Dadurch wird zum einen der Stromverbrauch erhöht und zum anderen ergeben sich neue Möglichkeiten der Überwachung der Bürger durch Staat und Konzerne. Ich war jetzt circa bei einem Drittel meines Impulsreferats
als der Vorsitzende des Ausschusses sagt, Herr Dr. Steiner, bitte noch ein Satz, die Zeit ist um. Können Sie sich erinnern? 16.30 Uhr. Und ich konnte tatsächlich nur mehr einen Satz sagen. Vor meinem Statement musste ich mir natürlich auch die Botschaften der anderen geladenen Auskunftspersonen anhören, warum ich mein Statement nicht abschließen durfte, überlasse ich es Ihrer Bewertung. Aber für Sie setze ich jetzt fort mit dem Teil der Rede, die im Unterausschuss nie stattgefunden hat. Viele der geplanten sogenannten Klimaschutzmaßnahmen führen zu noch mehr Bürokratie, Zentralismus und finanzieller Belastung sowie höheren Staatsquoten, mehr Verwaltungsaufwand und weniger Selbstverantwortung von uns allen. Klimawandelanpassung, wie zum Beispiel verbesserter Katastrophenschutz oder eine nachhaltige Forstwirtschaft, sind grundsätzlich zu befürworten und auch unabhängig von der Klimakatastrophendiskussion sinnvoll. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Ziele. Das Problem ist allerdings, dass viele sogenannte Klimaschutzmaßnahmen weder umweltfreundlich noch nachhaltig sind. Sehr problematisch in diesem Zusammenhang sehe ich den Windkraftausbauwahn, in dem laufend katastrophale Umweltzerstörungen im Namen des Klimaschutzes geschehen. Und wer Windkraft sagt, sagt fossile Energie. Denn fossile Energiekraftwerke müssen für Netzstabilität als Backup-Kraftwerke für Windkraftwerke dienen. Vielmehr würde ich dem Land Oberösterreich empfehlen, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend den weiteren Fokus auf regionale Energieautarkie und dezentrale Energiesysteme zu legen. Also die Nutzung eigener regionaler Ressourcen inklusive der vorhandenen oberösterreichischen Erdgasvorkommen. Um eine größere Unabhängigkeit von ausländischen Erdgasimporten zu ermöglichen, halte ich dies für höchst sinnvoll und notwendig. Denn entgegen dem politischen Narrativ, welches nur mehr Wind und Sonne zur Energiebereitstellung nutzen möchte, fehlen uns vollkommen jede Speichertechnologie und jede andere Übergangstechnologie außer eventuell Erdgas. Ich weiß, dazu bedarf es in Zeiten der allgegenwärtigen medialen Klimawahnindoktrination des Mutes, um für Ihr Land Oberösterreich das Richtige zu tun. Aber dafür hat der oberösterreichische Souverän Sie ja auch gewählt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön. Danke schön. Ja, gibt es Fragen an unseren Klimaspezialisten? Ich denke, immer mehr Menschen und auch die hier Anwesenden spüren ja, dass es immer schwieriger wird, bei vielen Themen noch sachlich miteinander zu diskutieren. Ob das die Finanzen sind, ob das Gesundheit ist, ob das das Klima ist. Hast du eine Idee, wie schaffen wir es jetzt bei dem Thema Klima, dass wir wieder die Demokratie ernst nehmen und uns einfach sachlich darüber austauschen, ohne dass das Thema so emotional aufgeladen wird? Also unser Zugang oder auch mein Zugang oder auch unser Zugang vom unabhängigen wissenschaftlichen Beitrag ist das physikalische Experiment. Weil die Physik lügt nicht. Wenn das physikalische Experiment ein klares Ergebnis bringt, dann ist dies zu akzeptieren. Eine Theorie ist nur so lange gültig, solange sie nicht falsifiziert wird. Wenn sie einmal falsifiziert wird, dann ist die Theorie zerstört. Und das ist jetzt unser Zugang. Und das ist auch der Grund, warum wir diese bestehenden Klimakatastrophenexperimente alle jetzt nachvollziehen, exakt physikalisch
darbieten und wenn wir eine gewisse mediale Unterstützung auch bekommen, die Ergebnisse dieser Klimakatastrophenexperimente auch veröffentlichen können und zeigen können, schau, das sagt die Physik, das sagst du, wie, und kommen wir wieder in einen Diskurs, kommen wir in einen Debattenraum hinein. Das wäre eigentlich Wissenschaft, in einen Debattenraum hineinzutreten und mit Argumenten sich auszutauschen und ein Ergebnis zu finden. In Zusammenhang mit der aktuellen Situation muss man sich ja zwangsläufig mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich hätte Sie jetzt gefragt, ob vielleicht, was der Grund dafür ist oder ob Sie einen Lösungsansatz haben, weil meinem Empfinden nach wissen die meisten Leute gar nicht, zum Beispiel, wenn man es nur am Thema CO2 festmacht, was hier los ist. Wenn man die Klimakleber fragt, was passiert denn, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, ist die richtige Antwort drauf, die Erde wird grüner. Weil CO2 ist der Nährstoff für die Pflanzen. Correct. Wir haben also nicht zu viel CO2, sondern wir haben genau genommen zu wenig CO2. Correct. Ja? Also wir müssten eigentlich sehen, wir haben unsere Umweltprobleme mit Mikroplastik, mit Luftverschmutzung, das alles, aber CO2 ist da eigentlich kein Thema. Wieso wird das nicht kommuniziert? Oder ein zweites Beispiel. Wir wissen aus Eiskernbohrungen, ja, wenn man sich anschaut, dass ja das Eis eine andere Dichte hat, je nach Umgebungstemperatur, und wenn man anschaut, den Lösungsgehalt an CO2 in Form der Bläschen, die drinnen ist, dass immer zuerst die Temperaturerhöhung kommt und dann die Zunahme des CO2s, was physikalisch auch erklärbar ist, weil wenn das Wasser wärmer wird, nimmt der Lösungskoeffizient ab und es wird mehr CO2 aus dem Wasser freigegeben. Wenn es kühler wird, ich meine, braucht man nur beim Mineralwasser schauen, nicht? Wenn es kühler wird, dann bindet es wieder mehr CO2. Das heißt, das CO2 folgt der Temperatur und nicht umgekehrt. Wieso wird das nicht offensiv kommuniziert? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selbst dauernd stelle. Denn diese beiden Beispiele, die Sie gerade gebracht haben, die liegen eindeutig auf der Hand. Hier sind physikalische Fakten gegeben. Wir haben die Ergebnisse der Eisbohrkerne der Vostok-Antarktis-Station, die ganz klar dieses Bild zeichnen, zuerst steigt CO2 und dem. Nein, zuerst die Temperatur. Zuerst steigende Temperatur, ja, und dann steigende Temperatur folgt mit einem Abstand von 200 bis 800 Jahren das CO2. Das CO2. Ja. Ja. Und vor der Grund meiner Eingangsfrage an Sie, Herr Wegscheider, wie gibt es das, dass die Medien hier vollkommen versagen und keine kritischen Recherchen anstellen? Sondern ein, aber das haben Sie versucht zu beantworten, Entschuldigung, dass ich da doch einmal nachbohre. Und unser Ansatz ist eben, wir machen saubere Wissenschaft, saubere Physik und stellen das dar. Ja. Aber ich glaube, eine Lösung muss von einer anderen Ebene auch kommen. Nächstes Jahr sind die EU-Wahlen. Und es muss uns allen bewusst werden, welcher Wahnsinn, welcher vollkommene Irrsinn hier eingetaktet ist. Und ich weiß, ich bin da viel zu naiv auf dieser Ebene, aber es müsste doch eine Möglichkeit sein, wenn wir die Parteien abwählen, die für diesen EU Green Deal einsetzen und dieses EU Klimakatastrophen-Narrativ postulieren. Wir sehen es in Deutschland und es ist hier wirtschaftliche und menschliche Katastrophen, die eingetaktet sind. Und wie wir es gesehen haben im Land Oberösterreich, die fahren diesen Weg. Zu mir ist nachher übrigens einer der Herren, die mitgeschrieben haben am oberösterreichischen Energie- und Klimastrategie hergekommen zu mir und hat gesagt, Herr Dr. Steiner, ich muss mich an Gesetze halten. Ich kann nur eine Strategie schreiben, die gesetzeskonform ist. Und wir haben diese Gesetzeslage des European Green Deals und des European Climate Laws. Daher ist diese Thematik eingetaktet, solange die Politik nicht abgewählt wird.
befürchte ich. Höchstens Medien reißen uns heraus. Ja? Herr Wegscheider. Danke sehr. Wir kommen zu unserer... Der Herr Wegscheider möchte kurz replizieren. Habe ich nicht gesehen, aber das geht sich nur aus, oder? Ja, das muss bitte. Also von unserer Seite, oder von Seite Servus TV, volle Unterstützung. Überhaupt keine Frage. Super, Ferry. Sie müssen wissen, Sie sind halt dann nur ein Klimaschwurbler, ne? Danke sehr. Ja, das war also ein guter Hinweis auf das Weiße Band. Ich weiß nicht, ob schon jeder das Weiße Band kennt, das der Herr Professor Hadic eingeführt hat. Ich habe hier übrigens noch ein weißes Band, das wurde von einer Besucherin abgegeben für den Herrn Dr. Krall, der noch keines hat. Danke. Wir kommen zur fünften und letzten Runde unseres interessanten Informationsabends. Herr Professor Hadic, die turbulenten Ereignisse der letzten Jahre haben eine lange Vorgeschichte. Was wir bei Corona erlebt haben, wurde schon in einigen Anläufen zuvor versucht. Einige Planspiele später haben wir das Ergebnis gesehen. Die führende Institution hinter all dem war die Weltgesundheitsorganisation WHO. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gab insgesamt 4 Planspiele, mit denen im Grunde genommen diese angebliche Pandemie vorbereitet wurde. Dann kam Corona und im Jahr 2022 gab es ja noch ein Planspiel, noch so eine Lungenkrankheit, die sich speziell auf Kinder auswirken soll. Corona hat ja in dem Fall überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt vor einigen Tagen gab es in China eine unglaublich mysteriöse, furchtbar neue Krankheit, die angeblich nur Kinder befällt. Also im Grunde genommen klingelt da schon die eine oder andere Alarmglocke, dass das ganze Spiel wieder losgehen könnte. Alles, was wir heute gehört haben, kommt bei diesen Planspielen zusammen. Die Propaganda, eine vorgeschriebene Einheitsmeinung, eine Gleichschaltung des Journalismus und die begleitende Zensur. Und die finanzielle Erpressung der Nationen, das wissen wir vielleicht auch nicht alle, aber in der Corona-Krise haben natürlich schon einige Zentralbanken gesagt, vor allem die Weltbank, entweder ihr spielt mit oder die Kredite werden fällig oder ihr kriegt überhaupt kein Geld mehr. Aber umgekehrt, wenn ihr mitspielt, dann fließt natürlich der Geldsegen. All das soll in Zukunft zum Normalzustand unserer Welt werden. Und auch die vorgebliche Klimakrise fügt sich in dieses Bild ein. Zwangsmaßnahmen, Lockdowns und mehr sind in Zukunft nicht mehr nur für Gesundheitskrisen vorgesehen. Und ich bitte jetzt zur Krönung unseres Abends den Herrn Professor Hadic um eine Zusammenfassung, was uns jetzt wirklich in Zukunft erwartet. Ja, vielen lieben Dank. Also ich stehe jetzt nicht da am Pult, weil ich es nicht referieren könnte, sondern ich würde mich verplaudern. Und deswegen habe ich mir das aufgeschrieben, weil wenn ich das jetzt runterlese, dann weiß ich, dass ich einigermaßen in der Zeit bleibe und Sie haben mir das Recht, dann auch rechtzeitig nach Hause zu gehen. Die Überschrift lautet, Corona war ein Testlauf. Der Schutz vor Infektion bzw. Gesundheitsschutz ganz allgemein und Religionen haben vordergründig eines gemeinsam. Diejenigen Personen, die sich in den Dienst der Sache stellen, können ebenso vordergründig dies mit der Rechtfertigung machen, dass sie sich für eine gute Sache einsetzen. Und sie haben aus diesem Grund ein reines Gewissen. Das schreit auf strategischer Ebene geradezu nach Missbrauch. Corona war eben ein Testlauf. Anfangs ging es um die Einschätzung eines neuen Virus, Schlagwort vom Tierreich auf den Menschen übergesprungen.
Wo war der Aufschrei, als der Verdacht trotz Stellungnahmen korrupter Wissenschaftler in geschmierten Zeitschriften zunehmend zur Gewissheit wurde, dass dieses Virus aus einem Labor stammt, also vom Menschen manipuliert war? Und wo war die oberste Seuchenbehörde namens WHO, als es um die Frage der Aufklärung ging? Zu den geschmierten Zeitschriften gibt es übrigens einen guten Querverweis. Eine gewisse Dr. Marcia Angell war Herausgeberin einer sehr prominenten Zeitung, nämlich des New England Journal of Medicine. Und die schrieb schon Anfang dieses Jahrtausends einen Artikel, Drug Companies and Doctors, a Story of Corruption. Dann wurde getestet, inwiefern angstgesteuerte Menschen den Modellen der PSYOPs, ja, also der psychologischen Kriegsführung, auch in der Realität entsprechen würden. Schlagworte, Maskenpflicht, Social Distancing, Lockdown. Wo waren die Medien, die sogenannten Experten und die oberste Seuchenbehörde WHO, als die Bedrohung durch unlautere Berichterstattung in dreister Art und Weise übertrieben dargestellt wurde und die Aussagen weltweit anerkannter Epidemiologen ignoriert, jene von Schmalspur-Virologen und mathematischen Modellierern, die noch dazu jedes Mal falsch lagen, wegen ihrer Systemkonformität als Leitlinie des politischen Handelns auf medial breit der Bühne zur Hirnwäsche unbescholtener und weitgehend naiver Bürger hochstilisiert wurde? Welches Motiv gab es für Randy Wagner, Drosten und die WHO für die 180-Grad-Wende, Baerbock hätte jetzt gesagt 360-Grad-Wende, ja, zur zur Bewertung der Viruswirksamkeit der eingesetzten Masken. Alle haben anfangs gesagt, die wirken nicht. Ist dokumentiert. Danach kam die Einschränkung von Grundrechten. Dafür braucht es starke Argumente. Hier kam ein bedrohliches Virus gerade recht und wurde im Sinn des Pseudo-Altruismus und der Pseudo-Philanthropie in perfider Art und Weise ausgereizt. Schlagworte, Aufhebung der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, körperlichen Unversehrtheit und Sätze wie, wenn du nicht folgsam bist, bringst du geliebte Angehörige um. Wo waren die Ärzte, Psychologen, Lehrer, Juristen bis zum Verfassungsgerichtshof und die oberste Gesundheitsbehörde namens WHO, als die Politik die generelle Interpretationshoheit übernahm, Verletzungen der Verfassung ungestraft blieben und Rechtsstaatlichkeit durch Gesundheitsfaschismus ersetzt wurde. Nachdem kein nennenswerter Widerstand zu vermerken war, ich erinnere an den an einer gewissen Krankheit leidenden Herrn Juncker, ehemals EU. Manche wissen um seine besondere Krankheit, daraus soll man jetzt keinen Profit schlagen. Aber er hat gesagt, wir probieren es einfach aus und wenn die Bevölkerung nicht aufjault, setzen wir den nächsten Schritt. Also nachdem kein nennenswerter Widerstand zu vermerken war, kam die nächste Keule der Gehorsamkeitstestung, mit der unmittelbar in die Gesundheit der Bevölkerung eingegriffen wurde. Schlagwort Impfung. Wo waren die Experten, Ärzte, Zulassungsbehörden und die oberste Gesundheitsbehörde namens WHO als unzureichend getestete, völlig neue und erwiesenermaßen gefährliche Substanzen unter dem irreführenden Deckmantel des Begriffs Impfung massenhaft noch in Studienphase 3 testweise, das heißt definitionsgemäß als Experiment, flächendeckend unter direktem und indirektem Zwang, ohne entsprechende Aufklärung, zuerst bestimmten Risikogruppen und dann zunehmend Nicht-Risikopersonen unter Pseudo-Argumenten wie die Impfung ist sicher und schützt, schütze dich, schütze andere, Schutz vor schwerem Verlauf und Schutz vor Long-Covid an meist ahnungslosen Personen unter Missbrauch des entgegengebrachten Vertrauens ausprobiert wurde. Frage, wie konnte das Ganze funktionieren? Ganz einfach. Einerseits wurden die systemtreuen Personen belohnt. Seit Corona gibt es weltweit statt 2000 nun 2600 Milliardäre. Testen und Impfen war ein gutes Geschäft. Einkommensausfälle wurden zum Teil fürstlich entlohnt, Beispiel manche in der Gastronomie.
Haftungsübernahmen beseitigten Bedenken und Zweifel hinsichtlich dieser völlig neuen Technologie. Systemtreue wurden materiell und immateriell belohnt. Andererseits wurden kritische Stimmen mundtot gemacht, Personen geframed, denunziert, diskreditiert, angezeigt, ihre Existenz beraubt und mit Killerargumenten wie Rechtsradikal, Spinner, Aluhutträger, Verschwörer und Leugner öffentlichkeitswirksam eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht. Zumindest hat man es versucht. Gutes Beispiel. Zeit im Bild 3 am 21.11.2023, also vor 4 Tagen. Sie können es noch im ORF, in der Videothek nachschauen. Schlagwort: Was wurde aus den Corona-Leugnern? Hier werden maßnahmenkritische Personen und Organisationen manipulativ diskreditiert. So sieht man beispielsweise die Ankündigung zur heutigen Veranstaltung hier samt Namen mancher Redner in diesem Kontext. Und dann zeigen sie, dass nun von Vertretern der Bundesstelle für Sektenfragen ermittelt würde. Hintergrund und Definition einer Sekte. Im Deutschen wird der Begriff Sekte sehr häufig in einem negativen, oft stark abwertenden Sinn verwendet. Dem deutschen pejorativen Ausdruck Sekte, das ist das Pejorativ ist der Komparativ zu malus, also zu schlecht, also schlechter, ja, wird in der Sprachwissenschaft ein sprachlicher Ausdruck dann genannt, wenn er das mit ihm Bezeichnete implizit abwertet, deutet also auf die Absicht des Sprechers hin, mit einem solchen Ausdruck etwas oder jemanden bewusst schlechter, negativ darzustellen. In Deutschland steht eine Enquete 1998 fest, dass in der Umgangssprache der Begriff Sekte sich zunehmend auf Gruppen bezieht, denen vorgeworfen wird, in Lehre und Praxis systematisch gegen ethische Überzeugungen wie Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, Toleranz, Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung zu verstoßen. Frage: Wer hat denn in den letzten bald 4 Jahren gegen Menschenwürde, Menschenrechte, Freiheit, Toleranz, Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung verstoßen? Müsste die Bundesstelle für Sektenfragen nicht genau aus diesem Grund unter anderem gegen die Bundesregierung, die Standesvertretung der Ärzte, gegen Richter, Staatsanwälte, den ORF und einen Gutteil der Medien ermitteln? Digitalisierung ist nicht nur, aber auch in der Medizin das Gebot der Stunde. Warum? Vordergründig macht es vieles einfach, schneller, bequemer, leichter verfügbar. Tatsache ist aber, es macht auch alles leichter kontrollierbar, zensierbar, eliminierbar und verleitet somit zum Missbrauch im Sinne der Machtkonzentration. Bei der Zensur behilflich ist der Digital Services Act der EU und eine im Pandemievertrag bzw. den IHR der WHO vorgesehenen Autorisierung dieser Organisation der WHO zur Bekämpfung sogenannter Falschinformationen, wobei die Organisationen jeweils selbst definieren, was richtig ist und was falsch ist. Das ist Zensur in reinster Form. Gesundheit ist ein gutes Beispiel. Digitale Krankenakte, digitaler Gesundheitspass inklusive Impfpass, Volldigitalisierung der Krankenversicherung, digitale Versorgung als erster Schritt der Patientenversorgung, das habe ich schon gesagt. Gleichzeitig haben wir aber auch die Übernahme der digitalen EU-Gesundheitsakte durch die WHO für globale Gesundheitserfassung. Die Einführung einer digitalen Identität, Digital ID, für jeden Bürger Europas wurde vor kurzem beschlossen und soll 2024 kommen. Die Einführung des digitalen Euro kommt mit Jahreswechsel als Vorläufer eventuell einer CBDC. Ich meine, ich hoffe, Sie haben recht, dass es keine Central Bank Digital Currency, also kein Zentralbankgeld, kein digitales gibt. Aber bitte, verbinden Sie die Punkte. Totale Überwachung und Sanktionierungsmöglichkeit nach Vorbild des chinesischen Social Credit Systems. Das aktuelle Problem im Bereich Gesundheit ist der neue Pandemievertrag der WHO und die Überarbeitung und Neufassung der internationalen Gesundheitsregeln, also International Health Regulations, IHR.
Sollten diese Anträge durchgehen, würde eine nicht demokratisch gewählte Organisation namens WHO, genau genommen der Generalsekretär in Person, durch Selbstermächtigung mittels Public Health Emergency of International Concern, also das Ausrufen eines internationalen Gesundheitsnotstandes. Und der ist nicht nur durch Infektionen definiert, sondern es kann auch Hitze sein oder Wassermangel oder Umweltprobleme, kann also jederzeit und auf unbestimmte Dauer weltweit ein Durchgriffsrecht erhalten. Die Souveränität der Länder wäre aufgehoben. Die WHO könnte jedwede Maßnahmen verordnen, von sogenannten Non-Pharmaceutical Interventions, also nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, nicht Lockdowns und so weiter, ja, bis zur Herstellung, über die Verteilung, bis zur zwangsweisen Verabreichung von Medikamenten und Impfungen und könnte dies notfalls auch mit Gewalt durchsetzen. Der zuständige International, wollte ich jetzt sagen, eigentlich ist es intergovernmental, also nur zwischen den Regierungen bestehende Verhandlungsbereich, also Negotiating Body, tagt vom 4. bis 6.12.2023, also in einer Woche, hinter verschlossenen Türen. Die Vertreter Österreichs sind Johannes Rauch, ein diplomierter Sozialarbeiter, Dr. Katharina Reich, Dr. Clemens Martin Auer und Dr. Elisabeth Bottendorfer. Meine Frage an Sie, haben Sie irgendjemand von diesen Personen gewählt bzw. ermächtigt, über diese Fragen, die Ihre persönlichen Grundrechte betreffen, abzustimmen? Wo sind die Politiker, die sich verpflichtet haben, unsere Verfassung und Souveränität zu schützen? Stattdessen haben viele Länder das Verhandlungsmandat an die EU abgetreten, haben somit zumindest derzeit keinen Einfluss auf die Verhandlungen. Aus diesem Grund hat Herr Uwe Kranz, er ist der ehemalige Präsident des Landeskriminalamtes von Thüringen und Mitbegründer der Europol, Anzeige gegen deutsche Spitzenpolitiker wegen Hochverrates gestellt. Abschließend zum Thema Corona, Gesundheit, WHO, vielleicht auch noch ein bisschen was Positives. International. In Neuseeland, die Maoris haben eine verfassungsmäßig garantierte eigene Rechtsprechung und ermitteln nun wegen der Corona-Maßnahmen gegen hohe Regierungsmitglieder, eben wegen dieser Corona-Verordnungen, und werden die vor Gericht stellen. Costa Rica, es gab ein offizielles Hearing durch Interest of Justice, wonach die Regierung von Costa Rica wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit, also nach dem Nürnberger Kodex, angezeigt werden soll. Das wurde zwar primär wegen Verfahrensfehlern abgewiesen, die Sache ist aber noch nicht entschieden. In den USA, im Staat Idaho, hat es im März 2023 einen Gesetzesantrag zur vollständigen Verbannung von mRNA aus Medizinprodukten gegeben. Und im April haben sich mehrere Länder zusammengeschlossen, wonach diese mRNA-Applikationen in der Tierzucht ebenfalls verboten werden sollen. In Europa hat Estland als erstes Land, und wie ich gehört habe, in der Zwischenzeit auch die Slowakei, haben der WHO die Gefolgschaft verweigert, und zwar schriftlich. Das ist das Schreiben des Parlaments von Estland. Sie werden die Neuerungen nicht akzeptieren. In Italien, das ist besonders nett, hat der leitende Staatsanwalt von Rom Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Gesundheitsminister Roberto Speranza und den ehemaligen Leiter der italienischen Arzneimittelbehörde wegen Verdacht des Mordes, schwerer Körperverletzung usw. eingeleitet. Diese haben nämlich nachweislich Anweisungen gegeben, auch an die lokalen Sanitätsbehörden, die sofort nach Ausrollen der Covid-19-Impfkampagne auftretenden Todesfälle und schweren irreversiblen Körperverletzungen zu verschweigen, um die Impfkampagne nicht zu gefährden. Das ist vorsätzlicher Mord und vorsätzliche Körperverletzung aufgrund sogenannten bedingten Vorsatzes. Sie haben wissentlich und willentlich die ahnungslosen Menschen diesem Risiko ausgesetzt. Und auch in Deutschland wird es zur Sache gehen. Das ist interessant, weil es sei auch
da auf das Pressebriefing des Paul-Ehrlich-Institutes vom 14.01.2021 hingewiesen. Anlässlich dessen Frau Keller-Stanislawski, die ist vom PAI, bereits über 9 Todesfälle berichtet hat und einer kam während der Pressekonferenz dazu. Die Vorfälle geben Anlass zur Befürchtung, dass EU-weit die teils verheerenden Wirkungen der Injektionen vertuscht und heruntergespielt worden sein könnten. Das europäische Arzneimittelrecht sieht für solche Ereignisse die Verpflichtung der nationalen Behörden vor, sich gegenseitig und die EMA über solche Dinge zu informieren. Eine besondere Pikanterie am Rande, das EU-Patentamt hat vor wenigen Tagen das Moderna-Patent für nichtig erklärt. Die prozessieren nämlich gegen Pfizer-BioNTech. Es geht um ein Corona-Patent, das Moderna schon vor der Pandemie eingereicht hat. Vor der Pandemie, da stellt man sich eine Frage. Jetzt haben die noch die Dreistigkeit, ja, das ganz offiziell auszustreiten. Bekanntermaßen hat sich Moderna in den Jahren 2016 und 2017 ja jenen Teil des SARS-Coronavirus 2 patentieren lassen, wo sich die sogenannte Furin-Spaltstelle befindet, die ja durch die Gain-of-Function-Forschung eingebaut worden ist. Ja? Also die haben schon vorher das Patent drauf gehabt. Ein paar Appelle vielleicht an die Leute, die draußen sitzen, die Leute, die im Moment noch im Mainstream gefangen sind, die Systemmedien unterhalten oder auch sich an diese Dinge halten und das unterstützen. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Erfüllungsgehilfen als Steigbügelhalter und Wasserträger werden nach getaner Arbeit genauso gegängelt werden wie wir alle. Manche werden vielleicht sogar als Bauernopfer dem wütenden Mob ausgeliefert werden. Ohne Aufarbeitung inklusive fairer Prozesse wird es keine Befriedung und Versöhnung geben. Stattdessen ist Selbst- und Lynchjustiz aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Wirtschaftssituation bis zum Bürgerkrieg hin zu befürchten. Der sogenannte Wertewesten ist fertig. Das sicherste Zeichen ist die Höchststrafe vom Rest der Welt. Wir werden ignoriert. BRICS wird der größte Wirtschaftsraum, der US-Dollar wird nicht mehr Leitwährung sein. Europäische Länder, vor allem Frankreich und die USA, werden zunehmend von internationalen Wirtschaftstreffen oder sonstigen politischen Treffen ausgeschlossen bzw. nicht mehr eingeladen. Es ist der natürliche Lauf. Kultur, Hochkultur, Dekadenz, Verfall. Wir können es leugnen, aber nicht verhindern. Aber wir können die neue Ära mitgestalten. Statt Transhumanismus mit WEF, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi, dann die Agenda 2030, nicht, die ja eine Unagenda ist. Wir können das gestalten hin stattdessen zu einer globalen Menschheitsfamilie. Meine Bitten wären, bitte vernetzen Sie sich. Nur so werden wir uns unserer Größe und unserer Einflussmöglichkeiten bewusst. Wir sind mehr, als wir denken und Sie uns glauben machen möchten. Ohne uns geht gar nichts. Aber dafür müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Informieren Sie sich sachlich und hören Sie auch auf Ihr Bauchgefühl, nicht? Also das, was wir heute auch schon benannt hatten. Bleiben Sie positiv, aber auch kritisch, auch mir gegenüber. Hinterfragen Sie jede gesundheitspolitische oder politische Entscheidung, was könnte das im schlimmsten Fall für mich bedeuten? Bleiben wir zuversichtlich und arbeiten wir gemeinsam an einer besseren, menschenfreundlichen und lebenswerten Zukunft. Great Freeset statt Great Reset. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, und vielen Dank auch für die motivierenden Worte am Ende. Das war meine Bitte an alle Diskussionsteilnehmer, und darum ändern wir jetzt kurz die Regeln, weil ich glaube, die Rede kann für sich alleine stehen. Ich würde jetzt jeden hier anwesenden Redner noch bitten,
eine kurze Motivationsrede zu halten, was Sie denken, dass jeder von uns tun kann, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Und das ist ja auch das Thema unseres Abends heute. Quo vadis? Wo gehen wir hin? Was kann ich machen, dass es für mich besser wird, dass es für meine Familie besser wird, dass es für mein Land besser wird? Und ich bin sehr gespannt in Ihren einzelnen Fachdisziplinen, welchen Ratschlag Sie uns hier auf den Weg geben können. Vielleicht können wir beginnen mit dem Herrn Dr. Wegscheider. Erwischt. Ich bin einerseits ein unverbesserlicher Optimist, deswegen sehe ich trotz der auch heute besprochenen und diskutierten Krisen, die es zweifelsohne gibt, immer das Licht am Ende des Tunnels. Wobei ich schon auch glaube, das, was Herr Dr. Krall heute gesagt hat, am Weg dorthin wird es wohl noch ein bisschen wehtun müssen. Ohne dem wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und aus eigenem vielleicht nur eine große Bitte an Sie alle. Bei den vielen, vielen Kontakten, die ich mit meinen Sehern immer haben darf, ist einer der meistgesagten Sätze: vielen, vielen Dank, Sie sagen das, was wir denken. Und meine große Bitte ist, bitte sagen Sie es auch selber. Ich weiß nur zu gut, je größer die Öffentlichkeit ist, desto mehr kommt dann manchmal der Widerstand, aber das haben wir alle in der Schule schon gelernt. Man nennt es Zivilcourage. Und ich glaube, ein Großteil der Probleme, die wir derzeit haben, ist einfach darin begründet, dass eine große schweigende Mehrheit sich nicht getraut, öffentlich zu ihren, zu unseren Werten zu stehen. Und deswegen wäre es so wichtig, zu den eigenen Werten zu stehen. Dann, glaube ich, können wir den Weg verkürzen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wegscheider. Das Wort geht an den Herrn Dr. Tögl. Ich muss auch kurz überlegen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir die Demokratie wieder ernst nehmen. Und zwar gibt es ja da dieses schöne Prinzip, das heißt One Man, One Vote, also ein Mensch, eine Stimme. Wir können uns alle gleichberechtigt in diesen Debattenraum einbringen und versuchen, sachlich miteinander zu diskutieren. Und was wir halt im Moment feststellen, und darum finde ich auch diesen Einsatz von Softpower-Techniken so schmerzvoll, das ist, dass dieser Debattenraum immer wieder unterlaufen wird von sehr, sehr mächtigen Akteuren, die sehr genau wissen, wie wir ticken. Und die es immer wieder hinbekommen, nicht rational zu diskutieren, sondern ganz viele verschiedene Themen unglaublich emotional aufzuladen. Ob das das Thema Gesundheit ist, geimpft, ungeimpft, ob das das Thema Klima ist, glaubst du an CO2 etc., ob das Ukraine-Krieg ist, ob das Krieg im Gaza ist, ob das LGBTQ ist und so weiter. Die haben sehr, sehr emotional aufgeladene Themen. Und was die Folge davon ist, ist nicht nur, dass dieser Debattenraum kaputt geht, sondern dass die Gesellschaft unglaublich gespalten wird. Weil bei jeder Frage, wenn wir uns in der Sachfrage nicht einig sind, spielt sofort so eine ganz starke persönliche Ebene mit rein. Und da glaube ich, ist es wichtig zu erkennen, was gemacht wird, dass es eigentlich kaum noch einen rationalen Diskurs gibt. Wir sollten das wieder ernst nehmen und wir sollten auch verstehen, dass natürlich Menschen unterschiedliche Meinungen haben können, aber dass sie trotzdem alle Menschen sind. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass wir wirklich wieder auf Augenhöhe, ohne Manipulation miteinander kommunizieren und dass wir auch die Konflikte ohne Gewalt lösen, dann hätten wir die kognitive Kriegsführung und auch dieses Nudging einfach schon mal ein Stück weit neutralisiert. Herr Dr. Krall, Sie haben das letzte Wort. Wenn das meine Frau wüsste.
Keine Angst, ich finde das raus. Ich möchte gerne mit zwei Zitaten von sehr unterschiedlichen Menschen mein Schlusswort sozusagen eröffnen. Nämlich Alexander Solzhenitsyn, der hat gesagt, im Sozialismus regieren die Kriminellen und die Opposition wird kriminalisiert. Das ist das eine Zitat. Und ich glaube, das ist das, was wir erleben. Also jeder, der Widerstand leistet, jeder, der den Mund aufmacht, der wird kriminalisiert. Es wird mit Methoden des Stasi-Staates gearbeitet, insbesondere in Deutschland. Und das zweite Zitat, das ich Ihnen geben möchte, ist von Benito Mussolini. Der hat mal gesagt, Faschismus ist das Zusammenwirken von Staat und Konzernen. Und das ist das, was wir insbesondere im Bereich Gesundheit gerade intensivst erleben, aber auch im Bereich Klima. Hier geht es um gewaltige, korrupte Schemata. Hier geht es um Korruption. Hier werden riesige Mengen an Geld zu unseren Lasten verschoben. Dafür braucht man diese Lügennarrative. Und diese Lügennarrative sorgen dafür, dass Menschen, ohne dass sie das Geld verdient hätten oder ohne dass sie ein Produkt hätten, mit dem sie zu Recht wohlhabend und reich werden, ungeheuer reich werden. Ob das die Impfstoffhersteller sind oder die Windrädchenhersteller. Es ist das gleiche Schema. Und das sagt mir, dass wir von Korrupten regiert werden und Korrupte sind kriminell. Und deswegen sage ich der Politik, die sich hier komplett verstiegen hat, zum großen Teil jedenfalls, ein weiteres Zitat, nämlich von Donald Rumsfeld. When you are sitting in a hole, stop digging. Wenn du in einem Loch sitzt, hör auf zu graben. Ja? Und Ihnen allen möchte ich zwei unterschiedliche Ratschläge mitgeben. Der eine, der betrifft Sie privat und der andere, der betrifft Sie als Bürger. Privat sollten Sie einfach vorsorgen. Zuallererst mal ist das Wichtigste, wofür Sie Sorge zu treffen haben, Sie selbst und Ihre Familien. Das ist das, wo Sie sich vorbereiten müssen. Sprechen Sie mit Ihren Familien, bereiten Sie sich geistig und materiell darauf vor. Nehmen Sie die richtigen Dispositionen vor, informieren Sie sich, aber das tun Sie ja ohnehin schon. Und als Bürger sage ich Ihnen, schulen Sie auf Reichszwecke um. Ja, werden Sie so unbequem wie nur möglich. Stellen Sie Fragen, machen Sie Eingaben, schreiben Sie Leserbriefe. Haben Sie keine Angst, denn die können an jemandem wie uns hier auf der Bühne Exempel statuieren, aber Sie können es nicht mit Ihnen allen machen. Und wenn Sie alle massenweise aufstehen und jeder von Ihnen einen weiteren überzeugt und jeder von denen, die schon aufgewacht sind, einen weiteren überzeugt, dann haben wir schon gewonnen. Wir werden gewinnen. Überhaupt keine Frage, wir werden gewinnen. Und zwar deswegen, weil die Freiheit immer gewonnen hat in der Menschheitsgeschichte. Unter Opfern, unter Tränen, unter Schmerzen, unter Verlusten, aber wir werden gewinnen. Und behalten Sie dabei noch Ihren Humor, dann können wir eine Welt aufbauen, in der unsere Kinder wieder nach Glück streben können und glücklich werden können. Vielen Dank. Ich darf jetzt angeblich auch noch was sagen. Das erste ist einmal eine Bemerkung zum Dr. Krall. Also ich habe zu Hause immer das letzte Wort und das heißt ja, Schatzi. Aber vielleicht noch, um das noch ein bisschen... Du auch, gell? Um noch kurz darauf zurückzukommen, was man tun kann. Ich möchte das noch ein bisschen fortspinnen, was auch Dr. Krall jetzt gesagt hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, in seinem Umfeld zu wirken. Steigen Sie den lokalen Politikern auf die Füße, weil dort haben Sie einen Effekt. Wissen Sie, einen Brief an den Bundespräsidenten, der geht relativ schnell in die große Ablage und so. Aber der lokale Politiker möchte wiedergewählt werden. Wenn der Ihre Stimme nicht bekommt, dann ist er unbedeutend, weil viele leben eben von der Politik. Und ich glaube, trotz alledem, wenn wir mehr Medien hätten, wie OE24 oder Servus TV, dann wären wir schon deutlich weiter. Ich persönlich glaube, ich will jetzt, doch, ich mache das Fass auf, wir können ja nachher gerne im kleinen Kreis darüber diskutieren, bei einem Gläschen oder so. Ja? Aber ich persönlich glaube, die Macht, die wir haben,
geht von den Medien aus. Die Medien haben es in der Hand, alle vor sich herzutreiben. Die Ärzte, die Politiker, die Richter, die Staatsanwälte, den obersten Gerichtshof, die Wirtschaft, die können alles da beflügeln. Und ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Medien auf unsere Seite bekommen, weil dann geht es sehr, sehr schnell. Weil die Schweinereien sind ja offensichtlich. Früher hätten sich ja die Medien die Finger abgeschleckt für solche Geschichten. Der rote Teppich ist ausgerollt, der Elfmeter ist aufgelegt. Nicht? Also es geht ja nur darum, dass er exekutiert wird. Nur im Moment will keiner diesen Ball schießen. Ja, das ist das Problem oder nur ganz wenige. Und ich glaube eben, wie gesagt, lokale Politiker und die Medien, die machen den Unterschied. Und dort müssen wir ansetzen. Vielen Dank an Sie alle für diesen wunderbaren Abend. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie dabei gewesen sind. Sie müssen jetzt auch nicht fluchtartig aufbrechen. Es gibt noch ein paar Punkte. Man kann sich immer noch Bücher signieren lassen da drüben. Die Tische haben Sie schon gesehen. Und ich würde jetzt all unsere Spezialisten noch mal bitten, aufzustehen und den verdienten Applaus entgegenzunehmen. Und haben wir Krieg in Europa? Eine Frage, die sich viele stellen. Antworten hat der renommierte Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser parat. Er untersucht die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Sein Ziel ist es, alle Menschen zu stärken, die sich achtsam für den Frieden und eine intakte Umwelt engagieren wollen. Alle Infos und Tickets zum Vortrag von Dr. Daniele Ganser finden Sie unter www.menschheitsfamilie.at. Wir bringen etwas mehr als nur Farbe in Ihren Alltag. Wir ermöglichen kreatives Wohngefühl in allen Nuancen. Kompetent, zuverlässig, fair im Preis. Kessmer, der etwas andere Bau- und Malermeisterbetrieb, neu in der Pachergasse 17. Alle Infos unter www.kessmer.at. Der Metzenhof in Gronsdorf mit seinen vielen Freizeitsportmöglichkeiten ist nun um eine Attraktion reicher. Reserviert werden können die Eisstockbahnen im Online-Portal. Ja, auf unserer Homepage www.metzenhof.at findet ihr alle Informationen, wie man sich da registrieren kann. Da gibt es eine Plattform und da findet man dann natürlich alle freien Startzeiten, wo man spielen kann. Und natürlich, unser Wirtshaus ist gleich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Da kann man Brall essen, Ripperl essen, à la carte essen. Da würden wir euch gern verwöhnen. Dort, wo in der warmen Jahreszeit Golf im Vordergrund steht, hält jetzt der Wintersport Einzug. Ja, ich finde es eine geniale Geschichte, weil wir einfach um eine Attraktion wieder reicher sind da am Metzenhof. Dass wir auch im Winter Möglichkeiten haben für Nicht-Golfer hier, die was da zu uns kommen. Und möglicherweise durch das, dass sie zu uns kommen, da am Metzenhof, dass sie auch die Übungsanlage sehen und vielleicht dann aus der Eishalle gleich wechseln in unser neues Trainingszentrum und dass dann gleich von den Abschlagboxen dann das Golf spielen lernen. Leihstöcke auch für Kinder stehen ab sofort im Metzenhof zur Verfügung.
Süßwasserperlen bis hin zu Meeresperlen. Jetzt neu am Stadtplatz 35 in Steyr bei Ostperlen. Bis 8. Dezember 10% Rabatt auf alle Schmuckstücke. Wer den Menschen um seinen Drang zur Freiheit bringen möchte, muss die Technik beherrschen, Massen über den Hebel Angst in Schach zu halten. Der vom Menschen gemachte politische Klimawandel hat das Ziel, echte Demokratie und damit tatsächliche Freiheit für alle Zukunft unmöglich zu machen. Was tun, um dieser Tyrannei entgegenzutreten? Keivan Sufi Siavash, vielen bekannt unter Ken Jebsen, gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Alle Infos zum Vortrag finden Sie unter www.menschheitsfamilie.at. Zu glauben, aber wahr. Die WHO hat Anfang Dezember 2023 tatsächlich den Weg zu neuen Tiefpunkten betreten, indem sie auf Facebook aggressiv für die Covid-19-Impfung wirbt. In einer Anzeige erklärt eine kopftuchtragende Ärztin, dass Covid-19 keineswegs vorbei sei und unbedingt jeder, der bisher nicht geimpft wurde, eine Nadel abbekommen sollte. Doch das ist noch nicht alles. Eine besonders verstörende Anzeige empfiehlt nun auch noch eine Covid-19-Auffrischungsimpfung in jeder Schwangerschaft. Man solle auf jeden Fall sicherstellen, dass man diesen Impfstoff erhält. Doch Moment mal, es gibt weltweit keinerlei überzeugende Daten, die belegen, dass ausgerechnet Schwangere in irgendeiner Weise besonders von Covid-19 betroffen sind. Im Gegenteil, durch die experimentelle Impfung werden Schwangere sogar unnötigen Risiken ausgesetzt. Bis zur großen Covid-19-Hysterie galt weltweit in der Medizin als oberste Regel, schwangere Frauen so wenig wie möglich mit Medikamenten zu belasten. Doch mit dem Milliardenregen für Pfizer und Co. wurde dieses Prinzip kurzerhand über Bord geworfen. Ob das darauf folgende große Sterben damit in Zusammenhang steht, muss noch vor Gericht bewiesen werden. Aber allein im Zweifel sollte man problematische Medikamente meiden. Zumindest war das bisher eine goldene Regel. Die unverschämte Impfwerbung für Schwangere zeigt, dass die WHO nicht im geringsten über die Gesundheit der Menschen besorgt ist, sondern bestenfalls die Interessen der Pharmaindustrie verfolgt. Manche gehen sogar so weit, zu vermuten, dass ein Bevölkerungsreduktionsprogramm in Planung ist. Eine Forderung von Milliardären wie Bill Gates, der zufälligerweise einer der größten Geldgeber der WHO ist. Angesichts dessen wird besonders deutlich, wie gefährlich die geplante Machtübernahme der WHO im Jahr 2024 ist, wenn Änderungen in zwei Verträgen dem undemokratisch gewählten WHO-Chef nahezu uneingeschränkte Macht verleihen würden. Immer mehr TV-Sendeanstalten übertragen ihr Live-Programm völlig frei und für jedermann zugänglich über das Internet. Diese Livestreams können in der Regel auf der Homepage der jeweiligen TV-Sender betrachtet werden. Auch diese Info dürfte für manche nicht neu sein. Dass man alle verfügbaren Sender jedoch ganz bequem in einer App zusammenfassen und auf jedem Gerät, auf dem Fernseher, dem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet mit dem gleichen Komfort, wie man es von herkömmlichem Fernsehen kennt, genießen kann, ist bislang nur wenigen bekannt. Unter www.internet-fernsehen.at sind alle Schritte, wie Sie einfach, schnell und in Top-Qualität Fernsehsender empfangen können, aufgelistet. Für den Empfang von Internetfernsehen benötigt man lediglich einen Internetanschluss sowie ein internetfähiges Gerät wie PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder Smart TV.
Auf der Homepage ist eine perfekte Anleitung für jedes Endgerät aufbereitet. Also klicken Sie sich rein www.internet-fernsehen.at. Am 18. Oktober 2019 fand in New York eine Pandemieübung mit dem unspektakulären Namen Event 201 statt. Ganz zufällig brach in China Ende 2019 tatsächlich eine Covid-19-Pandemie aus. 2 Monate später erreichte die Virusinfektion Österreich. Lockdowns, Ausgangssperren, Testpflicht, Maskenpflicht, Geschäfts- und Schulschließungen bis hin zur Impfpflicht waren die Folge. Politiker und sogenannte Experten überschlugen sich damit, die Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie anschließend nach allen Regeln der Kunst zu schikanieren. Wer sich den von oben diktierten Anordnungen widersetzte, wurde konsequent ausgegrenzt und bestraft. Die vierte Gewalt, nämlich die Medien, berichteten unermüdlich und kritiklos das Narrativ der Regierung und ihrer gekauften Experten. Nur die zahlreichen alternativen Medien leisteten heroisch und unerschrockenen Widerstand gegen die schier unüberwindliche Front des herrschenden Zeitgeistes. Neben Servus TV, Info Direkt, Report 24 und Auf 1, um nur einige zu nennen, war der kleine, aber feine Provinzsender RTV von Anfang an ganz vorne dabei, als es darum ging, dem manipulativen Mainstream die Stirn zu bieten. RTV, die Stimme des Widerstands, der Fels in der Brandung, konsequent und unbeugsam.